Liebe Zuschauer, hallo, herzlich willkommen. Hier ist die neueste Ausgabe von Tacheles. Und es gab mal im Bayerischen Rundfunk eine Werbung, die kam vor den Nachrichten. In 15 Minuten kann sich die Welt verändern. Das bezog sich damals auf den 11. September. Und das kann ich vielleicht jetzt aktualisieren. In 14 Tagen kann sich die Welt verändern. Seit unserer letzten Ausgabe Tacheles, das war ein Tag vor den Angriffen der Hamas auf Israel, hat sich die Welt nochmal verkompliziert, nochmal ist alles irgendwie katastrophaler geworden. Und über all diese Ereignisse, darüber spreche ich jetzt mit meinem Gesprächspartner Thomas Röper. Wir versuchen, ein Stimmungsbild zu zeichnen über die jetzige Situation, nicht nur in Israel, sondern auch in der Ukraine und auf dem Rest der Welt natürlich genauso. Hier ist Tacheles mit Röper und Stein. Ja, Thomas, hallo, liebe Grüße. Du bist wieder unterwegs. Wo steckst du denn gerade? Ich bin in Kasan. Wo ist? In Tatarstan. In Kasachstan? Nein, Tatarstan. Tatarstan. Ihr kennt euch ja nicht aus, ne? Es ist für russische Verhältnisse alles nicht weit. Ich bin von Petersburg 2 Stunden geflogen. Das ist ja in Russland um die Ecke. Das ist wie wenn du mal eben, was ich, wohin musst du 2 Stunden fliegen? Nach Athen? Irgendwo Europa halt, ne? So Madrid. Ja, genau. So. Also wie gesagt, ich bin in Kasan, ist Zentralrussland, eine muslimische Republik in Russland. Alt, ehrwürdig, hat einen schönen Kreml. Und da bin ich jetzt und habe eine Konferenz. Ah, okay, jetzt musst du mir helfen, Bildungslücke. Ich dachte, es gibt nur einen Kreml, den Kreml in Moskau, aber darum das ist falsch. Warum habe ich das auch extra so gesagt, um euch alle zu ärgern? Nein, Kreml ist einfach nur eine Burg. Aha. Kreml bedeutet Burg. Jede alte russische Stadt hat ihren Kreml. Pskov, Novgorod, Kasan, überall Kremls. Okay, und der Kreml in Moskau ist halt so berühmt, weil es gleichzeitig auch Regierungssitz ist, oder? Ja, und weil es vielleicht auch der größte ist, keine Ahnung. Aber es ist eben, Kreml war erstmal immer nur eine mittelalterliche Burg. Aha. Wieder was gelernt hier. Ja, und du bist auf Reisen, deswegen sitzt du im Hotel mit minimaler Ausstattung. Wir haben es jetzt probiert, dass wir den Ton einigermaßen hinkriegen. Und das Bild und alles. Ich hoffe, dass das alles geht. Für diejenigen, die mit dem Ton immer sehr empfindlich sind, bitte um Nachsicht. Das ist das Beste, was wir jetzt hinkriegen gerade. Thomas, dann, du hast auch gar nicht viel Zeit, weil du eben auch hier Termine hast. Deswegen lass uns gleich einsteigen in... Ja, also das Schöne ist ja auch keine Themen. Also ich habe das ja gestern schon gesagt. Es ist ja im Grunde nur Israel. Das können wir jetzt auch nicht 2 Stunden breit klopfen. Mhm. Es ist ja im Grunde in 2 Wochen, wir haben es gerade gesehen, fast nichts passiert außer Israel. Ja, schlimm genug. Also ich meine, Ukraine geht das Sterben fleißig weiter, aber trotzdem hat sich der Schwerpunkt der Berichterstattung überall auf der Welt natürlich komplett verlagert. Und lass uns doch gleich mal in den ersten Artikel reinhüpfen. Und aber es ist doch schön, ne? Wenn du jetzt überlegst, ich erzähle ja, und ich weiß von den Kommentaren und von den E-Mails, dass ich vielen damit inzwischen auf den Sack gehe mit dem Rentpapier. Aber ich erzähle seit Monaten, im Herbst wird die Ukraine abgeschrieben. Mhm. Pünktlich, Anfang Oktober interessiert die Ukraine in den Medien kein Mensch. Alles Zufall. Alles Zufall. Denkst du, dass die Ukraine auch so schnell abgeschrieben wäre, medientechnisch, wenn jetzt der Konflikt nicht gekommen wäre? Die mussten ja irgendwie aus den Schlagzeilen raus. Die mussten ja irgendwas haben, was die Ukraine überstrahlt. Okay, und dann sind wir schon beim Thema LEHOP, ne? Die berühmte Abkürzung vom 11. September, abgeleitet Let It Happen on Purpose. Also die Theorie, dass das Ganze absichtlich quasi erlaubt wurde. Nicht selber ausgeführt, das wäre MIHOP, Made It Happen on Purpose, sondern LEHOP, also dass man mitgekriegt hat, was an Vorbereitungen seitens der Hamas und im Gazastreifen alles passiert ist und dann einfach eine Stand-Down-Order gegeben hat, einen Befehl des Nicht-Eingreifens für ein paar Stunden. Und das ist jetzt die große These, die im Raum steht. Ist es eine These oder ist es mehr oder weniger schon ziemlich erhärtet, dieses LEHOP? Also für mich ist es sehr hart, weil wir haben da mehrere Hinweise. Erstmal gab es die Meldung, ne, der ägyptische Geheimdienst hat gemeldet, er hätte Israel gewarnt. Die Ägypter wussten das. So, dass die Israelis das nicht wussten, kann mir keiner erzählen. Ich meine, es ist bekannt, dass der Mossad die palästinensischen Strukturen ziemlich gut unterwandert hat. Für so einen Angriff tausende Leute vorbereiten, ausbilden, koordinieren und so weiter, dass das keiner mitkriegt, das kann ich mir nicht vorstellen. Zumal, wie gesagt, die Ägypter vorher gewarnt haben. Inzwischen sagen die Israelis ja auch, ja, wir haben so Hinweise gehabt, aber wir haben die nicht ernst genommen. Ja, so. Und die Amerikaner, die mit der CIA und vor allem mit der
National, wie heißt das hier, Dings, NSA, mit der NSA wirklich in jedem Telefon sitzen und jede E-Mail lesen und jede Chatnachricht in westlichen Chats, dass die das auch nicht mitbekommen haben wollen, wo die Palästinenser sogar schon einen Monat vorher Videos, Trainingsvideos davon hochgeladen haben, wie sie das trainieren. Das war in sozialen Netzwerken zu sehen. Das kann mir alles keiner erzählen. Also, das ist, was du, und wenn es so wäre, nehmen wir an, die sind alle doof. Da müsste jetzt ja irgendwer gefeuert worden sein. Da müsste jetzt irgendwer wegen des Totalversagens, es ist aber keiner gefeuert worden. Die reden davon, wir werden das hinterher mal untersuchen. Das klingt auch so nach 9-11, ne? Wir untersuchen hinterher mal und anschließend wurden alle verantwortlich befördert, anstatt gefeuert. Also, nee, das ist für mich ganz schwer zu erklären, dass das wirklich eine Panne sein soll. Das sieht für mich aus wie zugelassen. Hinzu kommt, ich war, als es lief gerade in Moskau, war ich auch in einer Talkshow, im Fernsehen, und da waren Experten dabei, die auch diesen Sicherheitszaun kennen, und die sagten: Thomas, es geht nicht. Der Sicherheitszaun ist empfindlich, der hat Selbstschussanlagen, alle möglichen Ortungsgeräte, die Dinger reagieren auf eine Schlange im Wüstensand. Und dann sollen da 1000 Palästinenser mit Jeeps und Pickups auf das Ding zugefahren sein und keiner hat's gesehen. Also es geht nicht. Vor allem, es gab ja die Aussagen von Hamas-Kämpfern, die dann von Israelis gefangen genommen wurden, die gesagt haben, sie haben sich selber gewundert, dass so lange keine Abwehr stattfand auf Seiten der IDF, der israelischen Verteidigungskräfte. Man muss sich das vorstellen. Stellen wir uns also mal vor, der Geheimdienst hat wirklich gepennt. Stellen wir uns vor, am Zaun haben sie auch alle gepennt. Also die Israeli hatten einen kompletten Schlaftag. Jetzt sind die durch den Zaun. Also spätestens da ist Alarm. Spätestens da ist Alarm. Und dann fahren die mit ihren Pickups bis zu 40 Kilometer Landstraße, gemütlich in irgendwelche Kibbuze und fangen da an. 40 Kilometer. Wo war denn da der Hubschrauber, der aufsteigt, der von der Straße schießt? Da ist da stundenlang nichts passiert. Das ist genauso, wie bis heute keiner wirklich erklären kann, warum der Mann 9-11, die Flugzeuge 3 Stunden ungestört im Luftraum rumfliegen können, ohne dass auch nur ein Abfangjäger aufgestiegen ist, um mal Oh nachzugucken. doch, bei 9-11 sind zwei Abfangjäger Ja, aufgestiegen, aber. zwei, aber die sind erstmal 160 Meilen aufs Meer rausgeflogen, wo ich mir auch denke, also, ja, Ja, gut, also, egal. Aber, ne, also es sind Parallelen, ja. es sind Fragen, und wie gesagt, es ist, in der Summe ist es für mich so dick, so doof sind die Geheimdienste nicht. Also sorry. Und selbst wenn, wie gesagt, am Ende die Armee hätte reagieren müssen, spätestens als sie durch den Zaun war. Ja, dann, Lehop, lass uns das mal hier als Arbeitshypothese stehen. Wem hat es am meisten genutzt? War Netanyahu nicht unter großem Druck geraten dieses Jahr mit Massendemonstrationen, Zerrissenheit in der Gesellschaft, dass der also erneut unter Druck kam bezüglich der ganzen Korruptionsvorwürfe, die da im Raum stehen? Also ich habe es am Rande mitgekriegt, dass dieses Jahr in Israel einfach sehr turbulent war und die größten Ja, der Demonstrationen. 100.000 Mann jeden Samstag. Ja, Das also ist jetzt nicht wenig. Also 100.000 jeden Samstag schon gut. für so ein kleines Und Land noch wie Israel ist das natürlich umso mehr, ne? ist doch alles vergessen. Wie immer. Die Opposition war gegen ihn. Jetzt haben sie sogar eine Opposition in der nationalen Einheit, in der Regierung der nationalen Einheit gewählt. Die Opposition findet Netanyahu toll. Alles vergessen. Und wenn mich jetzt einer fragt, wie die Amerikaner, ja, dann komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema Rent Papier, mit dem ich wahrscheinlich 40% der Zuschauer und Leser auf den Sack gehe. Aber die Amerikaner, ist immer noch meine These, Rent hat im Januar gesagt, wir müssen da raus, wir müssen die Stimmung ändern bei Politik und Öffentlichkeit. Das haben sie hingekriegt, NATO-Beitritt vom Tisch und so weiter, Stück für Stück, alles, was da geschrieben war. Und das Einzige, was jetzt fehlte, war der letzte Stoß. Und für die Amerikaner ist es ja nicht blöde, ne, wenn jetzt Israel die Ukraine aus dem Rampenlicht drängt. Jetzt kann die Ukraine schön in die Niederlage einstecken. Die Amis sagen, wir waren es nicht, wir sind mit Israel beschäftigt. Das wird ja in Amerika sogar gesagt. Ich habe da schon Aussagen gehört, das war jetzt nicht offiziell, das waren ehemalige Pentagon-Mitarbeiter. Aber die haben schon gesagt, ja, mit dem, was in der Ukraine ist, haben wir nichts zu tun. Wir haben ihnen alles geliefert, was sie wollten. Die haben es selbst verkackt. Wir können da gar nichts für. Ja, mit der Niederlage wollen sie nichts zu tun haben. Jetzt auch ganz frisch. Also passt auch. Es passt für mich. Ja, und jetzt geht natürlich das nächste große Tor auf. Warte mal, lass uns mal einen direkt dazu nehmen, den haben wir jetzt eigentlich weiter hinten hingelegt. Hol mal den mit den US-Diplomaten nach vorne. Zeig den mal, dann sind wir gleich noch einen Schritt weiter. Moment, yes. Okay. So. Ja. Und dann kannst du auch mal den Link aufmachen, Beginn der Übersetzung, den Artikel, das Original. Dass das ja keiner erzählt, ich würde Scheiße erzählen.
Ich übersetze hier zur Information den Artikel zur Huffington Post, Ja, oder? mach dir mal auf. Yep. Öffnet sich gerade. Stunning State Department Memo warns diplomats no Gaza de-escalation. Was steht da? Ja, die haben gesagt, dass es gab ein Memo im US-Außenministerium an alle Diplomaten, also an alle, die irgendwie mit der Presse reden, die sollten bitte folgende Worte nicht benutzen. Das wurde dort geschrieben. Was sie nicht sagen dürfen, ist, sie dürfen nicht zur Deeskalation und Waffenstillstand aufrufen, sie dürfen nicht zum Ende der Gewalt, Ende des Blutvergießens aufrufen und zur Wiederherstellung der Ruhe auch nicht. Solche Formulierungen sollten sie vermeiden. Okay, lass mich das übersetzen. Das State Department, das ist was? Das Das ist das Außenministerium. Außenministerium. Gibt eine Anweisung an die Presse, die sagt, hey, bitte An hier die Presse, an die Diplomaten, die mit der Presse reden. an die Diplomaten, keine Bremse hier, sondern Ja. nichts deeskalieren, sondern Nicht deeskalieren. bitte schön große Paniktrommel hier. Was auch immer, aber nicht über Deeskalation reden und so weiter. So, ne, passt wieder rein. Wenn die jetzt alle so für Frieden wären und das gar nicht gewollt hätten, warum kommt da so ein Memo raus? Und das hat nicht nur Huffington Post berichtet. Huffington Post ist ja ist unverdächtig. Also, aber das haben auch andere, CBS, CNBC und so weiter, die haben es auch alle gehabt. Sie haben alle darüber berichtet. Also, die Was USA wollten es nicht. mir aufgefallen ist, es ist ja jetzt 2 Wochen fast nach den Anschlägen vom 7. Oktober und die amerikanischen Medien sind genau wie bei 9/11 mit der Berichterstattung in Richtung Hyperemotionalisierung. Ich habe also Dutzende Interviews gesehen oder halt reingezappt von Angehörigen, deren Familienmitglieder immer noch als Geiseln gehalten werden, auch Leute, die Familienmitglieder verloren haben. Also es wurde berichtet, was da in den einzelnen Siedlungen passiert ist. Das waren ja wirklich monströse Erzählungen und Geschichten und auch Bilder davon. Also es war wirklich barbarisch, was da passiert ist. Und dieses kollektive Trauma, was da gerade aktiviert wird, ne, das da auch an den Holocaust jetzt aktiv erinnert, das hat natürlich jetzt die israelische Gemeinschaft zusammengeschweißt und jetzt in diese Retaliation Mode gebracht, in diesen quasi Gegenangriffsmodus gebracht. Das ist etwas, was absehbar war, aber denkst du denn, jetzt muss ich echt naiv fragen, Lee Hop, so wie bei Pearl Harbor, so wie bei 9/11, dass man einen Aufschrei braucht, wenn 1000, 2000 Staatsbürger sterben, dass dann die Gesellschaft quasi kippt, von wegen wir müssen hier Zwei-Staaten-Lösung, wir brauchen Frieden, wir müssen uns organisieren, dass jetzt damit alles aus ist in dieser Richtung? Weil Ja ich. gut, müssen wir abwarten, wie weit es geht. Also ich will jetzt nicht prognostizieren, das ist mir zu sehr im Fluss, aber es ging ja so weit, dass in Israel im Grunde faktisch gefordert wird, ne, die wollen den Gazastreifen besetzen. Wir wissen, wenn die israelische Armee was besetzt, die geht da nicht wieder raus. Ja, das also gibt jetzt, haben vieles besetzt, aber sind nie wieder gegangen. Außer Sinai mal, nachdem war das Yom Kippur oder welcher Krieg auch immer. Also freiwillig sind die nirgendwo gegangen und wenn sie jetzt Gaza wirklich besetzen, wenn sie wirklich mit Bodentruppen reingehen, was ja keiner genau weiß, dann vermutlich bleiben die da. Und es wird ja jetzt auch gefordert schon im Westen, ne, dass die Flüchtlinge aus Gaza nach Ägypten. Ja, also die Forderung, die Israelis wollen rein, die Israelis haben ja sogar gesagt, ihr müsst jetzt alle aus Gaza-Stadt raus, weil wir bombardieren die Stadt im Grund und Boden. Die haben eine Warnung ausgegeben, innerhalb von 24 Stunden müsst ihr alle weg, 1 Million Menschen sollen halt, ne, geht gar nicht. Und jetzt fordert der Westen, die Ägypter sollen die Grenze aufmachen und dann sollen Ägypten, Jordanien und Libanon mal ganz viele Palästinenser Flüchtlinge aufnehmen. Die sagen, nö, das ist eine ethnische Säuberung. Machen wir nicht. Ja, jetzt kann man sagen, das ist unmenschlich, aber gut, ne, die Israelis schießen und die Nachbarländer nehmen sich auch, die Palästinenser in diesem Fall, die Zivilisten, das sind die armen Schweine. Auf der einen Seite wird geschossen, auf der anderen Seite kommen sie nicht raus. Große Politik. Israel. Ah, hast du das Foto eigentlich gesehen von Netanyahu bei der UNO? Ich erinnere mich an ein altes Foto mit der Bombe da auf dem Cartoon. Das neue Bild kenne ich jetzt nicht. Na, warte mal, das muss ich mal eben suchen. Das muss ich dann direkt machen. Man kann es mich so lange zum Horst machen. Weil das ist ganz spannend. Das muss ich mal zeigen. Bin ich Horsti? Schieß los. Jetzt war ja gerade was Ende September UNO-Vollversammlung, ne? Ja. Das war Netanyahu. Ah ja.
Man beachte die Israel-Karte. Siehst du da noch irgendwo einen Gazastreifen? Man sieht das Westjordanland auch nicht. Man könnte jetzt argumentieren, das ist zu klein, um das auf diesem Maßstab zu sehen. Ja. Also was Netanyahu gezeigt hat, war der neue Mittlere Osten, in dem Israel zusammen mit diesen grünen Ländern, er hat da mit dem Stift einen roten Strich gemalt, gegen eben den Rest steht, Syrien, Irak und Iran. Das wollte er erzählen. Ja, aber keine Palästinensergebiete. Zufall oder nicht, hat in der arabischen Welt ziemlich viel Wirbel gemacht, das Bild. Ein paar Wochen später kommt die Hamas um die Ecke, rennt nach Israel, keiner hält sie auf und anschließend will Israel den Gazastreifen besetzen. Ein Schelm für Böses dabei denkt. Das ist jetzt nur Spekulation, klar, aber es ist schon eine dicke Spur. Netanyahu ist Chef der Likud-Partei seit vielen Jahren. Likud-Partei ging heraus aus dieser ultraradikalen Siedlerbewegung von Anfang der Gründung des Staates Israel. Das waren diejenigen, die da also die Palästinenser mit nicht-demokratischen Mitteln, um es mal neutral zu sagen, davon überzeugt haben, ihre Dörfer zu verlassen. Und die zeichnet sich eigentlich aus durch extreme Härte Israel und vor allem auch ultrareligiös. Der hat ja ein Bündnis jetzt, die jetzige Regierung hat ja, ist ja eine Koalition von dem Likud und einer erzkonservativen Partei, wo sehr viele Propheten, nicht Propheten drin, sondern Leute, die ein gewisses Endzeitszenario denken, sprich die Wiederherstellung oder der Bau des Tempels auf dem Tempelberg, also der dritte salomonische Tempel, soll wiedererrichtet werden nach deren Vorstellung. Und dazu muss aber erstmal ein Gebäude, das dann noch im Weg ist, weg, nämlich die Al-Aqsa-Moschee. Und Oh, ich möchte daran ja. erinnern, dass der Beginn der ersten Intifada ein Besuch von Ariel Sharon war, als er da auf den Tempelberg gegangen ist. Also eins der Ich glaube, das drittgrößte Heiligtum im Islam, die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg. Und die Mitglieder des Likud haben das immer wieder bewusst provoziert, dass da also hier es um dieses religiöse Symbol einen Konflikt gab und dadurch dann natürlich die ganze Situation weiter eskaliert hat. Worauf ich hinaus will, ist: Denkst du, dass diese Endzeitprophetie in der jetzigen Politik eine Rolle spielt? Weil auch so andere Berichte kommen darüber, dass im Laufe des Jahres auch schon mal eine Gruppe von Ultrareligiösen unter dem Tempelberg war und sich schon mal den Keller angeguckt haben und dann auch kurz nach den Angriffen vom 7. Oktober, dass da also eine große Gruppe von Ja, das ist eine Gruppe von ziemlich radikalen orthodoxen Juden, hat doch da den Tempelberg, die Al-Aqsa-Moschee sogar kurz vorher noch gestürmt, was ja viele Genau, sagen, war der Grund. ja. Also Die haben es auch da selbst produziert, richtig, provoziert. richtig gezündelt jetzt wurde da sogar noch. Und es gibt auch ein paar so andere Meldungen, die sind sehr, sehr bizarr. So nach Motto, für den Wiederaufbau des neuen Tempels braucht man drei rote Kälber. Das steht so in der Prophezeiung drin. Und die hat man jetzt schon organisiert. Die stehen schon im Stall mit Blick auf den Tempelberg, so wie es im Heiligen Buch drin steht. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Denkst du, dass hier gerade der Vorhang aufgeht für den letzten Akt? Nachdem dieses ganze Ich bin kein Freund von solchen Prophezeiungen. Überhaupt nicht. Ich habe hier die Fakten. Und die Fakten sind, irgendwer hat zugelassen, dass radikale Orthodoxe die Al-Aqsa-Moschee stürmen. Das hat die Moslems gar nicht gefreut. Netanyahu hat in der UNO eine Rede gehalten mit der eben gesehenen Landkarte, die sehr eindeutig ist. Dann haben wir einen Angriff der Hamas, von dem, wie gesagt, brutal und bestialisch, und also will ich überhaupt nicht schön reden, man darf keine Zivilisten angreifen und schon gar nicht so. Alles, ne? Aber auch das offensichtlich zumindest ohne Gegenwehr die ersten Stunden, komischerweise. Und dann haben wir eine USA, die sagen, aber jetzt bitte nicht über Deeskalation reden und so weiter. Ich habe hier erstmal eine Spur, die sagt, aus irgendwelchen Gründen will jemand, dass es da knallt. Ob da jetzt intern in Israel irgendwer seine Kälber rot anmalt, ist mir erstmal wurscht. Fakt ist, dass in der arabischen Welt, in der muslimischen Welt, das Ganze jetzt ziemlich hochkocht. Wir haben also Demonstrationen weltweit. Das geht also
über die arabischen Länder hinaus. Wir haben es in London, wir haben in Washington, Berlin. das Kapitol wurde jetzt besetzt. Ich glaube, das Lincoln Memorial war das. Also es gibt einen Aufruf, einen Aufschrei in der ganzen Welt. Und ich sehe da eine Eskalation, die weiter nach oben geht. Jetzt mit diesem Krankenhaus, da dachte ich schon, oh, ich habe irgendwas gelesen von israelischen Botschaften, die brennen, aber das kann ich nicht bestätigen. Wenn Sie jetzt. wurden angegriffen. Brennen wohl nicht, aber es wurden welche angegriffen und es wurden, glaube ich, ich habe es die Länder im Kopf, habe es vorher gelesen. Molotow-Cocktails halt, weißt du, dass irgendwo ein kleiner Brand ist Israel und hat so. einigen, aus einigen Ländern sogar die Diplomaten aus Sicherheitsgründen abgezogen. Israel hat auch seinen Bürgern empfohlen, sofort die Türkei zu verlassen. Weil nur in der Türkei gibt es ja ganz heftige Demos. Und Also, du das ist schon. hast es gerade angesprochen, gerade auch in Deutschland kommt es jetzt zu sehr hässlichen Dingen, dass also zum einen natürlich große Demonstrationen stattfinden, jetzt nicht die Wollen darauf, größten. wir haben das, kommen da später drauf. Nicht die größten Demonstrationen, aber es werden wieder Davidsterne an die Häuser gemalt, werden Juden auf der Straße bespuckt, angegriffen. Also Antisemitismus pur jetzt auf unseren Straßen und unsere Politiker haben ein Problem zu erklären, dass die neu hinzugekommenen, so wie es schön heißt im politischen Neusprech, im korrekten Neusprech, dass die jetzt plötzlich hier in sich inhärent einen Antisemitismus tragen. Und das ist so ganz unerwartet für die Berliner Politik. Das konnte keiner ahnen, dass die alle ein Problem mit Israel haben. Ja, das hatten wir eigentlich für das Ende der Sendung vorbereitet, für den letzten Artikel. Entschuldigung, das Gesundheit. hatten wir eigentlich für das Ende der Sendung vorbereitet. Ja, was haben Sie denn erwartet? All die bösen Rechten von der AfD und wer da alles 2015 gesagt hat, das kann nicht gut gehen. Das waren ja alles Böse, das waren ja alles Fachkräfte, die da gekommen sind. Und keiner hat gefragt, was denn passiert, wenn da wirklich mal was passiert. Das sind Menschen aus oft nicht allzu gebildet, aus armen Ländern, dafür urmuslimisch, islamistisch zum Teil sogar, aus Ländern, die vom Westen angegriffen wurden, aus Ländern, in denen Israel keinen guten Ruf hat. Das sind Menschen, die jetzt mit LGBT nicht viel anfangen können, die auch mit Israel nicht viel anfangen können. Ja, was haben Sie denn erwartet in Berlin? Was haben Sie denn erwartet? Kannst du dir ein Szenario vorstellen, wohin das führt, wenn das weitergeht? Mal angenommen jetzt, in ein paar Tagen fahren die mit Bulldozer und Panzer und schwerem Gerät in den Norden von Gaza rein und fangen an, einen hässlichen Häuserkampf zu machen. Also wirklich so Full-Scale-Invasion. Was kannst du dir da vorstellen? Weiß ich nicht, alles möglich von nur verbal, aber das kann auch sein, dass die Öffentlichkeit in den arabischen Ländern so hoch geht, dass das weiß ich was, ne? Aus dem Libanon würde sicher was kommen. Wer weiß, was die Saudis machen, Iran, Ägypten, Jordanien. Also das kann alles. Das kann alles von passiert nichts außer Geschimpfe bis hin großer Flächenbrand, großer Krieg, inklusive, erkennt auch noch, inklusive bürgerkriegsähnliche Zustände in Europa. Millionen Moslems nicht integriert, noch nicht lange im Land. In Frankreich haben wir die Ghettos schon lange. Ja. Es ist alles möglich. Ich will nicht spekulieren, aber das kann hässlich werden, kann auch noch mal gut gehen. Speziell jetzt in Deutschland, wenn du nämlich anguckst, wie relativ hilflos die Polizei da gegenüber großen Unterstützern Gruppen der Palästinenser zuschaut. Ich erinnere mich daran, dass die Querdenker-Demos ganz anders angegangen wurden. Offensichtlich ist der Polizei klar, dass bei einem Bürgerprotest mit Grundgesetz in der Hand gegen Corona ein ganz anderes Gewaltpotenzial geherrscht hat, wie jetzt bei hochemotionalisierten Muslimen, die quasi ihre Glaubensbrüder da verteidigen oder vermeintlich verteidigen wollen da auf der Straße. Also ein ganz anderes Gewaltpotenzial, was sie hier herrscht. Ja, wir dürfen nicht vergessen, es gab hier genug Meldungen darüber, dass die Polizei sehr oft sehr vorsichtig war beim Vorgehen gegen neue deutsche Mitbewohner, weil sehr oft sofort der Vorwurf des Rassismus da war. Jetzt hast du Polizisten, die 7, 8 Jahre Angst hatten, Drogendealer aus dem Park zu holen, weil wenn sie ihn rausholen und der aus Afrika kommt, dann sind sie Rassisten. Und jetzt erzählt man ihm plötzlich, aber gegen die, da dürft ihr denn vorgehen. Da musst du als Polizist auch erstmal nach 8 Jahren umschalten. Also, ihr kennt ja ein paar Polizisten, frag mal einen danach. Ihr kennt doch ein paar Polizisten,
die sich in der Corona-Zeit an euch gewendet haben. Ihr müsst sie ja nicht namentlich nennen, aber könnt ihr mal nachfragen, wie ist die Stimmung? Die kenne ich jetzt schon, die Antwort. Die ist ja nicht nur aus Grund der neuesten Ereignisse beschissen, sondern insgesamt, wenn man sich die Grenzpolitik anschaut, die die Ampelregierung seit 2 Jahren da gemacht hat. Interessanterweise fangen jetzt die Länder an, umzudenken und machen eins nach dem anderen die Grenzen dicht und Kontrollen. Plötzlich scheint es zu funktionieren, ja. Naja, also ich komme jetzt nicht dazu zu schreiben, weil ich wieder so viel um die Ohren habe, aber das ist eine Sache, über die ich auch nochmal schreiben will, einfach nochmal zum Nachdenken. Alles, was 2015, 16 rechtsextrem war, ist plötzlich bei Gauck und anderen salonfähig. Jetzt sagen sie plötzlich auch, ne, Schäuble, alle sagen es, ja. Ja, also das geht so nicht mehr, wir haben jetzt das Boot ist voll, wir können nicht mehr. Was sind das denn für Leute, die Deutschland regieren, wenn die nicht mal ein Stück vorausdenken können? Also, ne, die denken ja nicht weiter, als eine fette Sau springt. Das war 2015 absehbar, dass das kommt. So, jetzt ist es zu spät und dann merken sie, oh, da ist auch was passiert. Also, Ein was soll bisschen ich mit einer so. Regierung, die nicht in der Lage ist zu planen, sondern immer erst post factum reagiert? Ich meine, das braucht man nicht. Ein bisschen so das Fenster einwerfen und sich dann beschweren, wenn es zieht. Ja, genau. Eigene Bude, Fenster reinschmeißen. Oh, jetzt ist aber kalt. Und dann ist kein Glaser da, so ein Scheiß. Denkst du, dass das Ganze jetzt einfach nur populistische Maßnahmen sind, dass sie jetzt sagen, ja, das müssen wir jetzt umdenken mit der ganzen Migrationspolitik, oder ist es jetzt gerade einfach nur jetzt, weil dieser Konflikt so hochkocht und hinterher wird es genauso weitergehen? Nee, die Migrationsmeldung kam vor dem Konflikt. Das kam vorher, weil es ist ja so, dass in diesem Jahr die Flüchtlingszahlen, das wird ja nicht so sehr geberichtet, ist ja nicht mehr Refugee Welcome, die sind so hoch wie 2015, 16. Was da über Lampedusa kommt und auch über andere Kanäle, das ist wieder das Niveau von 2015, 16. Und das merken natürlich vor allem die Kommunalpolitiker, weil die ja den ganzen Scheiß ausbaden müssen und über irgendwo Betten aufstellen und, ne, bezahlen. Und darum kam das Geschrei von unten. Das hat mit Israel nichts zu tun, das kam vorher. Also das ist schon wirklich, da ist wirklich, wenn die Leute, die eigentlich Angst haben, als Nazi bezeichnet zu werden, nämlich irgendwelche Bürgermeister, die genau wissen, dass wenn sie was Falsches sagen, die gesamte bundesweite Presse bei ihnen im Ort auftaucht, ihn so runtermacht, wenn die schon den Mund aufmachen, wenn die die Angst verlieren, irgendwelche SPD-Bürgermeister, ich meine, dann muss es ernst sein. Verrückt, wie sich das alles nochmal verkompliziert hat innerhalb von 2 Wochen, seit wir uns das letzte Mal getroffen hatten. Welche Themen hatten wir da? Da ging es Kiew, Kiew, Kiew und jetzt ist plötzlich alles nur noch Israel. Aber trotzdem ist natürlich hier das Thema nicht ganz aus den Nachrichten verschwunden, weil diese Meldung macht mich jetzt auch stutzig, nämlich ob israelische Soldaten in der Ukraine gekämpft haben gegen Russland. Wir wissen ja, die israelischen Streitkräfte gehören mit zu den besten der Welt. Die haben also wirklich einen hohen Ausbildungsgrad oder haben wir immer gedacht. Wer weiß, ob das noch stimmt, aber sie waren auf jeden Fall dafür bekannt, da nicht zimperlich zu sein und auch einen sehr hohen technischen Standard zu haben, gerade die Kommandos. Und jetzt schreibst du hier, dass die vielleicht da sogar schon im Konflikt beteiligt waren, die letzten 1,5 Jahre. Sieht so aus. Also es gibt Meldungen, dass aus Israel, aus der Ukraine Soldaten israelische abgezogen wurden, die als Ausbilder und sogar als Kämpfer vorne bei waren. Das war richtige Soldaten, nicht irgendwelche Söldner. Habe ich im Süden nie gehört, aber plötzlich kommen da Meldungen, dass nach dem Motto, das wussten wir. Also das ist ja, spricht jetzt wieder rein. Ne? Wir denken an all die westliche Hilfe für die Ukraine, so, das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte, die Moskwa, wurde ja anscheinend mit einer französischen Rakete mit NATO-Beistand weggeschossen. Offensichtlich gewisse Angriffe auf die Krimbrücke und auf die Krim gehen auch nicht wirklich ab, ohne dass da irgendwelche Aufklärungsflugzeuge der Amerikaner zufällig gerade im Schwarzen Meer rumfliegen. Und so weiter. Unterstützung der NATO und der USA bei der Planung von Angriffsoperationen. Also im Grunde ist ne, der Westen Kriegspartei. Nur wenn die Russen das laut sagen würden, dann würde das bedeuten Krieg mit der NATO. Das heißt, die Russen schlucken viel runter und das Gleiche scheint für Israel zu gelten. Die haben das, jetzt heißt es plötzlich, wir wussten es immer, wir haben es noch nicht gesagt. Und das ist jetzt eben rausgekommen, weil die in der Ukraine sich zurückziehen, weil die
aus gewissen Einheiten abziehen. Da gibt es auch ein Video, wo ein Soldat, kann es jetzt echt nicht verifizieren, aber da gibt es auch ein Video, wo jetzt ein Soldat auf Englisch sich verabschiedet, übersetzt wird und dann danach der ukrainische Kommandant auf Russisch sagt, ja, ne, unsere Brüder gehen jetzt, fliegen morgen zurück nach Israel, um da im Krieg zu ziehen und so weiter. Also, ja, sieht so aus, als hätte da Israel doch eine andere Rolle gespielt als gedacht. Bisher hieß es ja offiziell, Israel ist neutral, macht nur militärische Hilfe. Netanyahu wurde ja auch gefragt, warum er der Ukraine keine Waffen liefert. Er hat gesagt, ja, weil das bedeuten würde, dass wir morgen die Waffen wieder zurückbekommen, dass die Palästinenser sie kriegen, dass wir mit unseren eigenen Waffen beschossen werden, hat er auch gesagt. Aber im Nachhinein, als ich die Meldung gesehen habe, habe ich mal nachgeguckt. Israel und Russland hatten eigentlich immer sehr enge Beziehungen. Aber so in den letzten 1,5 Jahren ist verdammt wenig Kontakte gewesen, wo Israel und Russland sich freundlich unterhalten hätten. Also anscheinend, das sieht für mich auch wieder so aus, als wenn hinter den Kulissen was ist, was jetzt den Russen nicht so gut gefallen hat, was das Verhältnis eingetrübt hat, was aber offen nicht sagen. Wir sind ein bisschen gesprungen bei der Auswahl unserer Artikel. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir zwei übersprungen haben, und zwar den du gerade auch angesprochen hast gerade, nämlich das mit den Waffen. Benutzt die Hamas im Kampf gegen Israel westliche Waffen, die an die Ukraine geliefert wurden? Also es hat deswegen auch Schlagzeilen gemacht, weil vor kurzem dieser Anschlag in Brüssel, der ja da vor ein paar Tagen stattgefunden hat, wo dieser Attentäter mehrere Leute erschossen hat, mit einer amerikanischen Waffe plötzlich unterwegs war. Sonst haben die doch meistens eine Kalaschnikow, weil die auf dem Schwarzmarkt viel präsenter ist. Aber jetzt war eine AR-15 plötzlich auf dem Bild zu sehen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da ging die Diskussion eben los. Wo kommen diese Waffen her? Ist denn das Waffenarsenal der Ukraine plötzlich woanders aufgetaucht? Und das scheint ja auch Inhalt von diesem Artikel zu sein von dir. Ist ja nicht neu, habe ich oft geschrieben, schon im Mai 2022 hat Europol gesagt, ja, die Waffen tauchen auf Schwarzmarkt auf. Man kann sie, wer sich im Darknet auskennt, kann sie bestellen, da gibt es Preislisten. Europol hat gewarnt. In Afrika, der Präsident vom Tschad hat gesagt, dass die ukrainischen Waffen bei Boko Haram sind und beim IS. Dass an die Kurden was gegangen ist, ist relativ bekannt. Also es würde mich jetzt wundern, wenn die Hamas nicht gekauft hätte. Das heißt nicht, dass die Regierung, dass die Kiewer Regierung verkauft, aber die unteren Chargen, dann irgendwelche Generäle, Oberste, die machen das Tasche voll. Die kriegen dir die Waffen geliefert und geben die Hälfte wieder weg. So, das ist aber nicht neu. Das wissen wir, seit dieser Konflikt läuft. Wie gesagt, offiziell Europol Mai 22 und seitdem viele, viele Meldungen. Dass jetzt die Hamas konkret davon was hatte, ist nicht belegt. Aber wie gesagt, es würde mich wundern, wenn der Laden so voll ist mit Ware, dass die Hamas da nicht einkaufen gehen. Alle außer der Hamas. Alle kaufen sich, aber Hamas hat kein Interesse, ist unlogisch, ja. Ja, Wir haben ja also, auch Bilder ne? gesehen von etlichen Angriffen auf diese berühmten israelischen Panzer, die ja bisher so hoch im Kurs standen. Merkava heißen die. Und ich habe also schon das ein oder andere Video gesehen, wo mit Panzerabwehrwaffen sehr erfolgreich, in Anführungszeichen erfolgreich, also sehr effektiv gegen diese Panzer angegriffen wurde, vorgegangen wurde. Ja. Ja, also wundert auch nicht. Und die haben auch teilweise, die haben wohl auch sehr genau das studiert, was in der Ukraine, in Donbass jetzt gelernt wurde. Ne, also Einsatz von Drohnen und so weiter. Ich habe also auch Videos gesehen, wo sie Sprengsätze von oben auf die Panzer geworfen haben und sie damit gesprengt haben. Ne, von oben auf den Turm sind die empfindlichste Stelle. Ja, gut, aber das ist teilweise auch Militärtaktik, die man da gelernt hat. Was weiß ich? Der Punkt ist eben, Netanyahu hat selber offen gesagt, wir liefern der Ukraine keine Waffen, weil, ne, das würde bedeuten, dass die irgendwann gegen uns eingesetzt werden. Deutlicher kann man es nicht sagen. Und das mit den Waffen, dass die auf dem Schwarzmarkt landen aus der Ukraine, ist nicht neu. Warnen die Russen seit Ewigkeit vor, warnt Europol davor. Und das sind noch immer, das war jetzt bisher nur ein Maschinengewehr in Belgien. Was passiert denn, wenn da mal einer wirklich eine Stinger, Flugabwehrrakete hat. Und steht in irgendwo am In der Flughafen Einflugschneise von Frankfurt. und Ja. ja. Was ist denn da? Also, wie gesagt, das ist alles nicht neu. Wer das kritisiert, so wie ich oder wie die offizielle russische Regierung, der sagt jetzt nur immer, ne, so, gähn, wussten wir schon, haben wir euch das seit 1,5 Jahren gesagt. Geerntet, was ihr gesät habt.
Was sehr auffällt, ist die verbale Aufrüstung, die stattgefunden hat in den letzten Tagen. Der israelische Verteidigungsminister ist damit ganz besonders hervorgetreten, indem er nämlich gesagt hat, das Völkerrecht gilt hier nicht. Wir kämpfen nämlich nicht gegen Menschen, sondern gegen Tiere. Es gibt Gegen menschliche Tiere. gegen menschliche Tiere. Ja, danke. Human Danke. Und also ich möchte es aufgreifen. Das habe ich jetzt schon in ein paar anderen Situationen auch gesehen. Zum Beispiel in Italien standen an der Straße Menschen, die für das Palästinenser Kinderhilfswerk gesammelt haben und ein Israeli sie also unglaublich angegangen hat, körperlich als auch verbal, so nach dem Motto, du sollst noch einmal das Wort Palästina sagen, dann bringe ich dich um und Schlimmeres gesagt. Es gibt etliche Situationen auch in Amerika drüben, wo zum Beispiel eine Gruppe von Juden gegen diesen Einsatz demonstriert und dann amerikanische Polizisten kommen, die aber Hebräisch gesprochen haben und die dann alle verjagt haben. Also ist eine totale Zerrissenheit da. Ich kann es verstehen, weil da ja auch ganz aktiv das Traumata des Holocaust aktiviert wurde, indem gesagt wurde, niemals danach, nach dem Holocaust, sind wieder so viele Juden an einem Tag gestorben. Und das macht natürlich bei allen Israelis diese kollektive Wut wach. Also die sind da in diesem nie wieder, wir wurden schon einmal fast vernichtet, das wird uns nie wieder passieren, wir kämpfen jetzt endgültig. Also diese Hardcore-Fraktion im israelischen Staat, die ist da jetzt absolut die tritt gerade vollkommen aufs Gaspedal. Ja, also ich finde, das ist, ich sage es mal radikal. Wir wollen nicht nochmal vernichtet werden, also vernichten wir andere. Das ist ja nicht die Lösung. Also die Lösung wäre ja eigentlich Zwei-Staaten-Lösung, aber das gut, das geht nicht, weil Israel hat es ja kaputt gemacht. Ne, Westjordanland, ich habe mir meine Karte angeguckt, wie zersiedelt das ist. Da kannst du gar keinen Staat mehr gründen, kein palästinensisch, weil da alles jüdisch versiedelt ist. Ja, israelisches Land, palästinensisches Land war das mal. Und dann kommt der israelische Staat und sagt, das Land gehört euch nicht mehr, wir bauen jetzt hier die Siedlung. So, und das hundertfach. Da frage ich mich so zwischendurch, was wollen die eigentlich? Ja, also wenn sie jetzt keinen palästinensischen Staat zulassen, das ist so, wie sie es machen mit ihrer Politik, seit 70 Jahren Krieg ist, wissen wir, hat nicht wirklich funktioniert. Wollen sie weiter 70 Jahre Krieg? Wollen sie am Ende alle Palästinenser weghaben? Das wäre auch Völkermord. Auch keine Lösung. Die Lösung, die einzige gangbare, wäre eine Zwei-Staaten-Lösung. Und jede israelische Regierung, die dagegen steht, steht in meinen Augen gegen israelische Interessen. Weil die Menschen in Israel sind ja nicht, das sind ja keine Leute, die Krieg wollen, die wollen auch nur in Frieden leben. Ja, es Wenn man gibt. ihnen sagt, es war auch ein bisschen weniger Land, gibt den Palästinenser mal ihr Leben und dann haben wir alle unsere Ruhe. Und dann soll der Westen noch den palästinensischen Staat 10 Jahre, 10 Milliarden pro Jahr geben für Wirtschaftsausbau, dass die auf die Füße kommen. Dann hast du auch keine Terroristen mehr. Die Leute werden doch zu Terroristen gehen, dann lass dich doch anwerben, weil sie keine Perspektive haben. Gib ihnen doch eine. In unseren Medien überwiegt natürlich die Darstellung des Selbstverteidigungsrechts von Israel, dass die das dürfen, dass es da keine Kritik geben darf. Das ist natürlich klar, dass das in unseren Medien so dargestellt wird. Aber innerhalb der israelischen Gesellschaft ist es bei Weitem nicht so, dass alle da auf Kriegskurs sind. Es gibt große Demonstrationen in Israel, die da ein Problem damit haben. Ich habe auch gelesen, dass innerhalb von Militäreinheiten da nicht alle begeistert sind, jetzt in diesem blutigen Häuserkampf in Gaza zu ziehen, weil da ist alles unterkellert, unterbunkert. Das wird schlimmer wie Bachmut oder geht in Richtung so wie Das wird Bachmut. schlimmer als Asowstal. Ja, also. Und Asowstal haben die Russen auch nur kaputt gekriegt, weil da keine Zivilisten waren. Die konnten da draufhauen, wie wild. Also Gaza können sie. Darum, wenn sie Gaza wie Asowstal nehmen wollen, untertunnelt und so weiter, dann müssen sie das alles vor oben wegmachen. Und da wohnen Zivilisten. Bei Asowstal war es eine Stahlfabrik. Da konnte man draufhalten. Das war jetzt nicht schlimm. War nur Materialschaden. In Gaza musst du Wohnhäuser wegkaufen, um an die Tunnel ranzukommen. Also, nochmal. Es geht doch nicht um das israelische Selbstverteidigungsrecht. Das ist doch wirklich dumme Propaganda. Niemand bestreitet das israelische Recht, einen Staat zu haben. Niemand bestreitet das Recht, Israel sich zu verteidigen. Es geht um die Frage, wie. Ist es Verteidigung, wenn ich Wohngebiete wegbombe? Das ist ja keine Verteidigung mehr. Ja, da wird ja auch gezielt geschossen. Es gibt Videos, und die sind echt, die sind unbestritten. Israel sagt, liebe Palästinenser, geht aus Gaza-Stadt weg. 1 Million Leute bitte innerhalb von 24 Stunden verschwinden. Und dann geht ein Teil weg und ist da auf dem Stau, auf so einer komischen Landstraße oder Autobahn. Und dann hauen die eine Fliegerbombe drauf.
Das war jetzt kein militärisches Ziel. So, also es geht nicht darum, Israel abzusprechen, dass sie sich verteidigt. Natürlich darf Israel sich verteidigen. Natürlich hat Israel als Staat ein Existenzrecht. Darum geht es doch gar nicht. Es gibt die Frage, wie. Ja, das Wie ist natürlich auch hier Thema des Artikels, den ich hier zeige, dass da also auch Mittel eingesetzt werden, die nicht erlaubt sind. Wir sprechen hier von Waffen, die eben geächtet sind. Phosphorbrandbomben werden da eingesetzt, auch bestätigt. Was ist das Schlimme an Phosphor? Warum wurden die international verboten? Ja gut, das ist das brennt mit 1300 Grad. Ja, Leute, das brennt durch alles durch, durch Stahl, durch alles. Und es ist mit Kautschuk vermischt. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo was auf dem Körper hast und dann instinktiv das aufschlagen willst, dann brennt dann schon die Hand, weil dieser klebrige Kautschuk dann überall, ne, ist. Also so ist auch die Dämpfe sind giftig. Also es gibt sogar Diskussionen, ob das noch eine chemische Waffe ist. Es ist jedenfalls verboten. Und das ist vor allem verboten gegen zivile Ziele. Aber du hast die Bilder, dass Phosphor eingesetzt wird. Und der Witz ist eben, die deutschen Medien berichten darüber nicht. Und dann habe ich, das ist also, ne, für mich die Dilettantenart, was der Spiegel macht. Dann hat der Spiegel irgendeinen Artikel, was ich, die Ereignisse der Nacht oder was auch heute passieren soll. Und als Titelbild haben sie dann tatsächlich einen Einsatz von einer Phosphorbombe. Untertitelt auch, ne, mit Datum und Ort. Also, ne, so also anscheinend hat irgendwie in der Spiegelredaktion gar nicht gewusst, dass wir ein po Foto posten, dass das weißer Phosphor ist. Ja, sah hübsch aus. Aber gut, auch das ist ein Kriegsverbrechen. Wollte aber irgendwie auch keiner wissen. Also es ist einfach, ja, ich find's also wirklich interessant, wie die deutschen Medien in einer Richtung sofort wissen, wer es war, und in der anderen Richtung gar nichts gesehen. Es ist ja klar, dass unsere Medien da tendenziös berichten, weil es die Staatsdoktrin von Deutschland ist, Israel zu schützen, aus der Geschichte heraus eben Israels Existenzrecht zu bestätigen, Es Israel. hat doch niemand was gegen Israels Existenzrecht, aber das heißt nicht, dass Israel alle Verbrechen der Welt begehen darf, ohne dass man drüber spricht. Naja, dieser schizophrene Spagat, der da im Kopf stattfinden muss. Ja? Also wie kannst du gleichzeitig Unterstützung signalisieren und auf der anderen Seite dann aber Kritik üben an Dingen, die nicht in Ordnung sind. Also Wo ist denn das gestern oder Problem? vorgestern war die Frau Dunja Halali, wie heißt sie? Du weißt schon, die mit den kurzen Haaren, Halleluja. die Frau, die Dunja Halali oder wie sie heißt. Ich habe den Namen, ich kriege das nie hin. Auf jeden Fall, sie hat einen palästinensisch, den Botschafter aus Palästina hat sie interviewt, hochrangiger Gast. Und hat natürlich sofort gesagt, distanzieren Sie sich von diesen Angriffskriegen, von diesem Angriffskrieg, und hat also, die wollte, dass er Kante zeigt, ne? So dass er bekennt. Und das Gespräch ist relativ turbulent gewesen, weil er natürlich mit ganz anderen Argumenten um die Ecke kam. Also nach dem Motto, Sie müssen mal den historischen Kontext anschauen. Hayali, so heißt sie, Hayali, Dunja Hayali, jetzt. Und das ist, also in der Mediathek ist es mittlerweile nicht mehr zu finden, aber das Netz vergisst natürlich nicht. Das wird schon fleißig geteilt, dieses Video. Wie geht die deutsche Journalie damit um, mit diesen Stimmen? Werden die einfach jetzt komplett unterdrückt? Wird da einfach, man versucht hier so ein bisschen unparteiisch zu berichten, aber es ist eigentlich doch ganz tendenziös, das Ganze? Ja, das Problem ist ja das, was ich oft sage, was in die deutsche Denke eingepflanzt wurde in den letzten 50, 70 Jahren, ist die amerikanische Denke. Schwarz-weiß, Cowboy-Film. Der Gute gegen den Bösen. Das ist das Amerikanische. Ist in Deutschland auch. Also wir haben das auch in der Sendung oft gehabt mit uns beiden, wenn ich sage, es gibt Grautöne, die du gar nicht sehen willst. Und hier auch. Du hast gerade gefragt, wie kann man denn Unterstützung und Kritik? Ja, warum denn nicht? Warum kann ich nicht sagen, Israel, ich bin auf deiner Seite, wenn du von der Hamas so angegriffen wirst, man kann nicht 1000 Zivilisten abschlachten. Das geht nicht. Israel, ich bin voll auf deiner Seite. Aber Israel, ich unterstütze dich nur, wenn du dich ans Kriegsvölkerrecht hältst. Das Verbrechen der anderen rechtfertigt nicht dein Verbrechen. Warum gehen solche Grautöne nicht? Das ist genau diese amerikanische Vereinfachung, die nach dem Krieg in Europa langsam sich eingezogen ist. Es gibt nur noch Schwarz und Weiß. Ich kann sehr gut sagen, dass ich Israel verstehe. Jetzt gut, ne? Ich meine, Lihob ist, aber das ist die Regierung, nicht die Menschen. Ich verstehe die Israelis, die Menschen. Ich verstehe die Wut.
dass die Hamas 1300 oder 1000 Menschen da abschlachtet, indem sie dann irgendwelche Dörfer fährt und sie auf der Straße erschießt und entführt, geht nicht. Dagegen muss Israel sich wehren, aber deshalb heißt, kann Israel nicht genauso reagieren oder schlimmer. Das ist der Punkt. Ja, viel Ich schlimmer kann doch vielleicht. meine Unterstützung, ich kann doch meine Unterstützung an Israel davon abhängig machen, dass ich ans Kriegsvölkerrecht halte. Wo ist das Problem? Wie siehst du denn den Besuch von Scholz in Israel? Der war ja kurz vor Ort. Es hat Schlagzeilen gemacht mit diesem Raketenalarm auf dem Flughafen, wo dann das Flugzeug geräumt wurde. Aber die Rolle von Scholz selber in Israel, was hat er für einen Eindruck gemacht auf dich? Weil auch ausländische Medien gesagt haben, irgendwas stimmt nicht mit dem Scholz, wie der da ausschaut, wie der neben Netanyahu gestanden ist. Der sieht in meiner Wahrnehmung aus sehr zerknirscht. Auch der Vorfall da, wo er über den roten Teppich gelaufen ist und sich dann offensichtlich in einem Zustand geistiger Unaufmerksamkeit ein War bisschen ja ver. Albanien schon wieder, Ja, ne? ja, ja, ja. Albanien. Aber das ist ja ein Zeichen dafür, dass der offensichtlich mental sehr gestresst ist, wenn du da über so eine Kordel drüber steigst und dein Gegenüber wartet eigentlich wo ganz anders. Kommt er unter Druck, der Herr Scholz, oder leidet er unter Ich dieser kenne ihn nicht und will Aufmerksamkeit? es auch nicht wissen. Den nimmt keiner ernst. Warum ist der, haben wir auch eigentlich später einen Artikel. Selenskyj. Selenskyj hat ein Problem. Kommen wir gleich noch drauf, ne? Israel rennt in den Rang ab. Das geht ja um Geld, Hilfe und mediale Aufmerksamkeit. Was hat Selenskyj gemacht? Er hat Israel angerufen und gesagt, ich komme euch besuchen. Genau, ja, Ich komme mal vorbei. ich komme So, ich mit. sage euch, ne, so, Unterstützung aus der Ukraine. Und die gesagt, was bist du hier? Wurde Die haben gesagt, ausgeladen, ja. ja, wurde, die haben gesagt, braucht nicht, wollen wir nicht. Wozu? Ja, die Ukraine kann Israel nichts bringen. Sie kann nicht helfen, sie hat gar nichts, sie ist eine Marionette des Westens. Und sie hat nichts. Das Einzige, was sie hat, ist Konkurrent von Israel, wenn es jetzt um westliche Hilfe geht. Und da hat Israel gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt ist dieser Besuch irgendwie nicht angebracht. So. Daraufhin hat Zelenskys Frau dann bei der Frau vom israelischen Präsidenten angerufen. Dann haben sich die beiden First Ladies kurz unterhalten. Ach, ich biete meine Unterstützung an. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. So. Israel weiß, wen sie empfangen. Scholz ist eine Marionette und im Internationalen nimmt ihn keiner ernst, hatten wir oft genug, wie der sich bei G20 aufgeführt hat und so weiter. Ist alles egal. Aber er hat deutsche Steuermilliarden. Der darf nach Israel. Weil die Israelis wissen, notfalls kriegen wir von da noch ein U-Boot und dies und der jenes. Ja, sonst hätte, wen sieht ja, wenn die jetzt einen, die Israelis, die nicht brauchen, Selenskyj, dann sagen, die brauchst nicht kommen. Scholz darf kommen, der kann auch was bringen. Und dann gab es auch so Berichte, ne, Scholz war dann noch in Ägypten. Ganz toll. War ein super Besuch. Der Spiegel schreibt, Scholz würde respektiert werden. Ich lache mich kaputt. Der Scholz bringt da das Kunststück fertig, zu sagen, wir unterstützen Israel voll und ganz. Wir haben Verständnis für die Palästinenser und würden uns freuen, wenn es da irgendeine Lösung geben würde. Und dann unausgesprochen denkt sich der ägyptische Präsident, ach so, und deshalb verbietest du alle Palästinenser-Demos in Deutschland. Weil du Verständnis hast. Finde den Fehler. Finde den Fehler. Ja? So, wird aber in den deutschen Medien nicht gebracht. Die deutschen Medien sagen, der war in Ägypten und der hat differenziert gesagt, ich habe auch Verständnis für die Palästinenser. Toller Typ, der Scholz. Und jeder sitzt da ja, und warum verbietest du die Demos? Ich bin ja nicht, ich sage ja nicht, dass Demos alle sein müssen. Da gibt es auch genug Demos mit Gewaltpotenzial. Aber zu sagen, ich verbiete jede Demo, auf der Palästina steht, wo gerade, ne, hunderte Zivilisten am Tag abgeschlachtet werden, gut, das ist auch nicht der richtige. Also man muss da wirklich, das ist, ich weiß auch, ich sehe es an den Kommentaren auf meiner Seite, ich kriege im Augenblick furchtbar Dresche teilweise, dass ich so anti-israelisch bin. Bin ich da gar nicht. Ich bin neutral. Ich sage bitte schön, ne, Zivilisten auf beiden Seiten ermorden geht nicht. Beide Scheiße. Aber dieses bei Israel ist die Debatte so angespitzt, dass ich jetzt für die einen entweder pro-palästinensisch bin, für die anderen pro-israelisch, weil ich keine Position In beziehe. deiner Ja, traut Wahrnehmung mich. ist das von der Aufgeregtheit schlimmer noch wie beim Ukraine-Konflikt? Das musst du mir sagen, du wohnst da. Ich Nein, weiß ich es. meine jetzt für dich, von der Wahrnehmung, die Kommentare, die du kriegst, ist das. Naja, das kann ich schwer sagen, weil das Problem ist, wer meine Seite, meine Stammleser sind ja immer an Russland interessiert gewesen. Ich habe immer viel über Russland berichtet. Das heißt, was viele nach Corona erlebt haben, als die russische Operation in der Ukraine angefangen hat, da gab es ja bei Reitschuster die große Revolution, wo ganz viele ihre Daueraufträge zurückgezogen haben, weil der jetzt, weil sie das Antirussische von ihm nicht erwartet haben, wofür sie kein Verständnis haben. So, das hatte ich ja nicht, weil ich ja immer russisch berichtet habe, pro-russisch, was ich, aus Russland, wie auch immer.
Aber jetzt eben bei Israel merke ich das, was da eben teilweise ist, dass da einige gar nicht verstehen. Da kommen so Kommentare, der Röper ist ja ein guter Analyst, aber Israel hat da keine Ahnung, weil er nicht pro-israelisch ist. So, die Palästinenser müssen, ich habe gestern angefangen, Kommentatoren komplett zu löschen. Da habe ich Aufrufe drin gehabt, Palästinenser alle wegbomben und weiß ich was. Es ist also, ne, wo ich mich frage, sind Kommentatoren, die seit 2 Jahren intelligente Kommentare schreiben. Und dann bei dem Thema sind die völlig weg von der Spur. Die haben immer über Menschenrechte und weiß ich was geschrieben und plötzlich bei denen sind keine Menschen, die kann man wegbomben. Ich krieg's nicht rein in meinen Kopf. Aber ja. Ich habe gerade geschaut, der Herr Reitschuster lässt das Thema Israel seltsamerweise ziemlich aus. Also es kommt nicht wirklich Berichterstattung, wie man es von ihm gewöhnt ist, bei den heißen Themen, die sonst aktuell sind. Da ist er irgendwie sehr zurückhaltend. Ja, das ist ja auch in Deutschland ein heißes Thema, ne? Also wenn er pro-israelisch ist, dann würden sicherlich viele Fans von ihm, ne, die bei mir jetzt bei mir sehr positiv schreiben, würden ihn wieder wegrennen. Wenn er aber in Deutschland sitzt und so schreiben würde wie ich, dann würde man schon fast sagen Antisemit. Ja, es ist blöd. Also, heißes Eisen. Dabei ist es eigentlich ganz einfach. Die Regel ist, man tötet keine Zivilisten. So. Egal wer man ist und egal warum. Und von der Basis gehe ich aus. Und wenn ich bei der Basis bin, dann kann ich das gleich ganz viel, viel neutraler sehen und sagen, Hamas war echt scheiße, was die gemacht haben, brutal, fies und so weiter. Aber Israels Reaktion auch. Und das Völkerrecht, das Kriegsvölkerrecht sieht keine Berechtigung, wenn gegen dich Verbrechen begangen werden, dass du sie auch begehen kannst. So, beide dürfen nicht. Nenn es doch beim Namen. Und darum sage ich auch, dass der Westen eine Mitschuld hat, weil der Westen seit 70 Jahren wegguckt, wenn Israel die Palästinenser hat. Wenn der Westen nur 70 Jahre den Finger auf die Wunde gehalten hätte, hätte Israel längst unter dem Druck einer zweiten Staatenlösung zustimmen müssen und wir hätten wahrscheinlich längst wohl. Naja, wir waren ja schon mal so weit, als Yitzhak Rabin und Yasser Arafat bei Clinton 1993 dieses Abkommen 98. 90 war das? 98, glaube ich. 98. Camp David-Abkommen. Camp David. Okay, ich habe das Bild jetzt irgendwo Anfang der 90er verortet, aber auf jeden Fall, was ist passiert? Yitzhak Rabin wurde erschossen. Von wem? Nicht von einem Araber, sondern von einem Von einem radikalen Juden, radikaler orthodoxen Juden, Jude, der ne? ihn erschossen hat, ja? Weil Und er danach war eben. das Thema am Tisch. Und Danach war das Thema am Tisch. genau. Ja, aber das ist das Problem. So, ne? Du siehst ja, wer sich vor, dass ich 40er, 50er, 60er, 70er Jahre, da gab es arabisch-israelische Kriege. Da hätte niemand gedacht, dass es mal eine normale Beziehung zwischen Jordanien und Israel, Ägypten und Israel geben könnte. War ausgeschlossen. Haben sie 10 Jahre später hingekriegt, mehr oder weniger. Wenn es einen palästinensischen Staat geben würde, würde es auch wahrscheinlich mit gutem Willen 10 Jahre dauern, bis das halbwegs funktioniert. Aber es würde gehen. Aber den Staat will keiner. Also zumindest die Israelis, nicht der Westen. Naja, Sonst wird es ihn geben. Saudi-Arabien hatte sich ja auch bemüht, jetzt Verbindungen oder diplomatische Beziehungen zu Israel aufzunehmen. Das Thema scheint jetzt auch vom Tisch zu sein, ja? Das ist auf jeden Fall mal vertagt, ja. Haben die Saudis offen gesagt. Übrigens, da gab es ja ein schönes Detail. Blinken war in Saudi-Arabien. Und er musste ein bisschen warten an der Bar, Ja, der hat ein bisschen warten müssen, genau. Der Erzähl mal, also Grund. sollte abends den Kronprinzen treffen und das hat dann morgens wurde er dann zugelassen. Ich habe das gestern gehört, auch in den Nachrichten, also nicht in den normalen Nachrichten, sondern bei Kontrafunk. Sowas wird nicht im Bayerischen Rundfunk gemeldet. Muss man sich mal vorstellen, der Außenminister der mächtigsten Nation der Welt oder nach ihrer Wahrnehmung mächtigsten Nation der Welt hat einen Termin und muss 12 Stunden Bei einem warten. Land, das eigentlich immer ein Vasall war, die letzten 40 Genau, Jahre. genau. Und dann muss der Außenminister warten und der fliegt auch nicht ab und sagt so, ich lasse mir das nicht gefallen, sondern offensichtlich war dieser Termin für Mr. Blinken, für Tony Blinken ziemlich wichtig, sonst hätte er nicht bis zum Frühstück gewartet, oder? Also Muss so sein. auch ein Zeichen dafür von Mohammed bin Salman zu sagen so, ich nehme mir hier diese Größe und sag einfach, ist mir scheißegal, was du denkst, ich lass dich jetzt einfach einen langen Arm zappeln hier. Ich hab einen großen Harem und ich habe Nacht was zu tun. Ich komme dann morgen wieder. Lass mich doch jetzt den Gedanken normal weiterspinnen. Wie kannst du dir das erklären? Was ist das eine Machtdemonstration Ja, natürlich. der Saudis gegenüber Amerika, so nach dem Motto, die Zeit ist vorbei, als wir euer Pudel waren? Ja, das ist doch schon lange. Ich meine, wie war das mit Bidens Besuch in Saudi-Arabien? Das war ja schon peinlich.
wie der gebettelt hat und von Kronprinzen so, mach weg. Ja, jetzt hat Kronprinz, der Witz ist, während Blinken eine halbe Nacht warten musste, bis er vorgelassen wurde, hat Bin Salman das erste Mal mit dem iranischen Präsidenten telefoniert und gesagt, was mit den Palästinensern passiert, geht aber gar nicht. Iran, USA auch nicht so gut. Ja, war früher Iran-Saudi auch nicht so gut. Plötzlich geht's. Jordanien, hast du mitgekriegt? Ja, Da war ein Abdullah. Gipfeltreffen geplant. Genau, abgesagt, ja. Ja, war ein Gipfeltreffen geplant, jordanischer König, ägyptischer Präsident, Palästinenser Präsident Abbas und Biden. Und dann fällt die Bombe auf das Krankenhaus und dann sagen sie das Treffen ab, sagen, Biden, brauchst du nicht kommen. Ungünstiger Zeitpunkt. Ja, genau. Also, da muss ich auch überlegen. Ne? Also, ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, dass der US-Präsident auf dem Weg irgendwo hin war und man dann sagt, brauchst du nicht kommen. Das ist, glaube ich, neu. Das hatten wir auch noch nicht. Apropos Biden-Besuch, ein Detail am Rande, was mir aufgefallen ist. Es gibt doch von der Air Force One aus Bilder vom Ausstieg der Präsidenten, die lange Gangway. Die ist Nee, ja der hat dann. da hinten die kleine Treppe Jetzt hinten. haben sie vorne, da gibt es eine Bugklappe, wo eine kleinere Treppe rauskommt, die hat nur halb so viele Stufen. Ich habe in letzter Zeit nur noch Bilder gesehen, dass die ihn über diese Treppe laufen lassen, weil mit so einem Treppenlifter lassen sie ihn noch nicht rauf und runter fahren. Das wäre ein komisches Bild. Aber er muss zumindest nicht mehr 40 Stufen gehen, sondern nur noch 12 oder 14 oder so. Naja, die haben eine kleine Treppe unten irgendwo. Ich vermute, das ist der Gepäckeingang. Also ich war mal. Das ist skizziert ins Unterdeck, das ist Gepäck eigentlich. Egal, also ja, aber da ist er. Da ist was, ja. Und auch bezüglich der mentalen Fähigkeiten von Biden, das ist also schon wirklich immer, es wird immer schlimmer. Es gibt ein Video, wo er neben Netanyahu sitzt und versucht da wirklich also irgendeinen kohärenten Gedanken zu finden. Der Mann ist jetzt also geistig sehr, sehr, sehr beeinträchtigt und Netanyahu sitzt nebendran und tut so, wie wenn das ganz normal wäre. Also dieses Überspielen von dem Zustand von Biden finde ich echt erstaunlich, wie das alle machen auf der ganzen Welt, wie wenn das ganz normal wäre, dass dieser arme Mann da, in Anführungszeichen armer Mann, mein Mitleid hält sich in Grenzen, ja, ich wollte es jetzt nur auf der medizinischen Seite sagen, dass der da so vorgeführt wird. Und neulich hat er doch wieder seine Karte umgedreht, hast du es mitgekriegt, seine Anweisungskarte, wo Wieder mal. wieder mal, wo genau drin gestanden ist, also so nach Motto, ach, die einfachsten Anweisungen werden da gemacht oder werden ihm gegeben. Es ist eine Scharade, es ist ein Schauspiel, was da stattfindet. Und unsere ganze Medienlandschaft guckt weg. Der Kaiser ist nackt, aber offensichtlich hat niemand ein Problem damit. Ja? Nö, das ist ja. Ja. Ich hatte dir das gesagt, als er gewählt wurde. Du sagtest, der macht 3 Monate. Ich habe dir gesagt, solange der noch vom Teleprompter halbwegs ablesen kann, halten Sie ihn drin. Das klappt ja sogar. Nicht mal das klappt mehr richtig, ja. Ist ja auch so lang, aber das können Sie irgendwie alles noch überspielen. Das weiß ich ja in Deutschland auch. Du siehst es an der Mimik auch schon, die Stirn gekrauselt, weißt du, die Augen zusammengekniffen. Du merkst richtig, dass der da gerade im totalen Stress ist, alleine diese simplen Aufgaben zu erfüllen. Deswegen sage ich, armer Mann, ne, der in dieser Position. Gleichzeitig ist er natürlich, wenn ich dein Buch in Erinnerung habe, was die Familie Biden da in der Ukraine alles sich geleistet hat und so weiter. Wie gesagt, wenig Mitleid in dem Sinn. Du, der hätte ja nicht antreten müssen. Der hätte ja sagen können, ich bin zu alt, ich will in Rente. Er wollte es ja. Und jetzt, nächstes Jahr, kurzer Schlenker. Keine Ahnung. Glaubst du, ich kann das, der hält doch das gar nicht durch bis nächstes Jahr. Obwohl, mich schon mal getäuscht. Ich will nicht nochmal einen Whisky verlieren. Na, durchhalten tut er, glaube ich, an den Toten. Aber, das ist das Problem. Die Amerikaner, die können ja nicht absetzen. Da kommt Harris, das ist noch schlimmer. Die ist ja ohne dement zu sein doof. Also die spricht, wer hat das gesagt? Douglas McGregor hat vor kurzem in einem Interview gesagt, sie spricht in Reimen, wie in Reimen. Ja, sie sagt so Dinge wie so, the bus drives down the road because that's what the bus is supposed to do. Weißt du so, der Bus fährt die Straße entlang Weil das ein Bus eben macht. genau, also die bringt dann, versucht besonders schlau zu sein und schafft es immer wieder, sich also den Vogel abzuschießen. Aber was gibt's für Alternativen, ne? Ja gut, die Alternative wäre, dass Trump verschwindet und dass dass dann, weiß ich was, dass sie dann noch einen anderen Kandidaten aus dem Zaubern. Also noch mal gucken. Also bisher ist ja bei den Demokraten auch kein interner Wahlkampf angesetzt. Ich bin sehr neugierig. Also du, vielleicht wechseln sie jetzt den Vizepräsidenten aus. Nach dem Motto, der Mann bleibt es noch,
geben ihm einen Vizepräsidenten an die Seite und dann können wir in einem Jahr, Anfang 2000, also nach der Wahl 25, da so lange irgendwie noch durchmedikamentieren. Dann müsste es aber auch einen Grund geben, um Frau Harris dann sozusagen loszuwerden. Das ist nicht kompliziert, das ist nicht kompliziert. Das ist ja nicht das erste Mal, dass bei einer Wiederwahl der Vizepräsident ausgetauscht wird. Das kommt schon mal vor. Das gab's schon. Okay, war jetzt nur so ein Gedankenspiel, das ist ja noch weit hin bis dahin. Lass uns mal gucken, eben in den anderen Schauplatz, der nach wie vor die Aufmerksamkeit erfordert. Ukraine, es ist nicht vorbei, es geht munter weiter, auch wenn der Geländegewinn definitiv vorbei ist der Ukraine. Also es wird jetzt offen eingestanden, wie heißt der Geheimdienstchef, Rudanov, Budanov? Budanov, ja, das ist Budanov, der Geheimdienst. Der hat selber gesagt, also das war's mit unserer Offensive, da ist nichts mehr zu erwarten. Die schicken trotzdem weiter die Truppen nach vorne und diesbezüglich haben die natürlich jetzt ein riesiges Problem, die Truppen weiter aufzufüllen, überhaupt noch kampffähig zu halten. Große Einberufungsmaßnahmen in der Ukraine, alle, mehr oder weniger. Ja, die haben das sehr verschärft. Also inzwischen alles von 18 bis 60, alle Männer. Die haben auch die Kategorien der Untauglichkeit gesenkt, also gewisse Behinderungen gelten nicht mehr als untauglich, also Leute, die vorher wegen Gesundheitsgründen können jetzt alle eingezogen werden. Frauen zum Teil. Alle Frauen mit medizinischen Berufen sind inzwischen wehrpflichtig. Als das verkündet wurde im September, dass es am 1. Oktober gilt, da sind die ganzen Apothekerinnen wie bekloppt aus der Ukraine geflohen. Ja, das Land blutet aus. Ich habe ein Interview gesehen, wo eine Frau anderen Frauen erzählt hat, dass ihr Mann ihr das Bein gebrochen hat, damit sie nicht eingezogen wird. So als Lifehack. Es hilft ja nicht, das ist vier Wochen verheilt. Ja, schon, aber da konnte sie dann raus irgendwie. Also es war im amerikanischen Fernsehen. Und also ganz bizarr, ja. Offensichtlich ist der, das Wort möchte ich es gar nicht sagen, sind die Verluste so groß in der Ukraine, dass es jetzt zu diesen Maßnahmen kommt. Wie sieht es aus auf Seiten der Russen? Ich lese von jetzt einer beginnenden Offensive, dass also Avdiivka, wie heißt die? Dass die Stadt jetzt massiv unter die Russen versuchen, die Stadt zu nehmen, weil von da aus eben auch Donetsk beschossen wird. Ja. Also ich weiß nicht, Avdiivka ist ja die Stadt, wo ich an der Front ganz vorne war. Da war ich ja 90 Meter von Ukrainern weg. Da war ich am ersten Schützengraben. Ja, also sieht so aus, dass also offensichtlich, es gab ja sogar Meldungen, die Telegraph oder was, oder wer das war, aus Großbritannien hat gemeldet, dass die britischen Geschütze kaum noch eingesetzt werden, weil da keine passenden Granaten mehr sind, da kommt nichts mehr. Die Briten haben auch schon gesagt, wir sind leer, wir haben nichts mehr. Ein Schuss pro Tag ist jetzt noch so. Ja, so, wie auch immer. So, dann ist die Ukraine personell ausgedünnt. Ne, also, die geben ja inzwischen auf und zu, dass sie bei den Mobilmachungseinberufungsraten nicht mehr das erreichen, was sie brauchen. So. Ja, also jetzt haben wir alle darauf gewartet, gehen die Russen vorwärts. Es sieht so aus. Also, wenn Avdiivka fällt, ist der Donbass relativ weit offen. Ne? Ja. Bachmut ist weg, Avdiivka, das ist eine schöne Linie. Nahe Donetsk, etwas nördlich, wäre eine große Bresche. Und in Gebiet Kharkov gehen sie langsam vor. Jetzt haben die Ukrainer versucht, in Cherson da was zu machen, das hat auch nicht geklappt. Ich habe sogar schon gehört, dass sie in Zaporozhye jetzt vorgehen, die Russen, stellenweise, wo bisher der Kern der russischen, der ukrainischen Offensive war. Also es scheint zu Ende zu gehen. Es gibt aber große Unterstützung seitens der USA für die ukrainische Sache, nämlich die Lieferung von Langstreckenraketen, sogenannte ATACMS. Kannst du die Abkürzung entziffern, was das bedeutet? Artillery, Attack. Tactical. Artillery, Missile, hab ich vergessen. Okay, auf jeden Fall. Nee, warte mal, das ist jetzt, ich hab die Abkürzung gestern noch im Kopf gehabt, das kann mich dir ganz schnell gesagt. ATACMS, das ist so, und zwar heißt das jetzt steht das hier gerade nicht so scheiße.
Ah, Army Tactical Missile System. Ganz simpel. Army Army Tactical Tactical. Missile System. Aha. Okay. Und hat Ja. halt eine Reichweite von 300 Kilometer, damit Ja, geeignet. nicht, das ist der Witz. Das ist auch wieder, das ist wieder so eine Medienveranstaltung jetzt. Ich habe es gerade ganz aktuell. Also erstens die Ukraine hat immer gebettelt. Sie wollen die haben, ne? Dann können sie HIMARS-Raketen 300 Kilometer weit schießen. Tief nach Russland rein, Krim, alles, was du brauchst. Jetzt hat das Weiße Haus offensichtlich nachgegeben. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wen sie damit verarschen kann. Jetzt hat das Weiße Haus nachgegeben und gesagt, okay, wir schicken ein paar. Die Rede ist von 20 Stück. Das wird sehr kriegsentscheidend. Und sie haben die Reichweite offensichtlich auf 165 Kilometer einregiert. Haben die da mit dem Zirkel auf der Karte einen Kreis gezogen und haben gesagt, bis dahin könnt ihr feuern oder? Keine Ahnung, das war doch auch das Thema, was Scholz hatte, als er die Taurus eventuell liefern wollte. Hat er auch gesagt, wenn der Hersteller mir garantiert, dass wir die Reichweite 200 Kilometer runterkriegen, Ja, dann dann. können wir liefern. Okay. Aber nicht 500 Kilometer geht nicht. 300 sehe ich ja noch ein. Das machen die Storm Shadows von den Briten auch. Aber mir nicht. War jetzt Scholz offizielle Begründung. Dann eher ein PR-Stunt, also eine Propagandashow. Es gibt ein Video Ich von weiß es nicht. sechs Attackams, die gleichzeitig starten in der Nacht. Das wurde gefilmt. Also das ist ja dann auch mehr oder weniger in einem rausgehauen. Du erinnerst dich an diese Patriot-Geschichte, wo sie da mit ein paar Drohnen dann insgesamt in 2 Minuten 30 Patriots zum Abschuss gebracht haben auf Seiten der Ukraine. Dass das ja dann relativ schnell weg ist, das ganze Arsenal, wenn du 20 lieferst und in Ja einer gut, im einzigen Moment, also Aktion. das, ich weiß nicht, ob das Attack MS war. Das steht auf dem Video, aber das kann ja keiner belegen. Wie gesagt, die Dinger fliegen aus HIMARS. HIMARS-Raketenwerfer, Mehrfachraketenwerfer. Da gibt es nicht nur Attack MS, da gibt es auch andere Raketen, die Ukraine bisher hatte, haben 80 Kilometer Reichweite. Können auch die sein. Also ein schickes Video, wenn danach da sechs Raketen starten, aber was es ist, weiß keiner. Warum das Attack MS sein soll, weiß ich nicht. Also Steht auf dem Video drauf, aber der muss nicht stimmen. Träger, was wir jetzt auch gerade hier sehen in dem Bild der Werfer, das ist das Das ist die Heimat. HIMARS-System. Und da weiß ich sogar, High Mobility Attack, High Mobility, das heißt, da habe ich mich selber verhalten. Rocket System. Rocket System, genau. High Mobility Rocket System. High Mobility Rocket System, HIMARS, ja. Und die Ja, können halt und verschiedene Typen verschießen, ja. da passen verschiedene Raketen rein mit verschiedenen Eigenschaften und die Attack MS ist eben die Reichweitengrößte. Und bisher haben sie die kurzstreckigen Dinger gehabt mit 80 Kilometern. Die waren auch schlimm genug, die sind sehr präzise, haben die Russen ja lange Probleme mit gehabt. Inzwischen kommen sie mit den Dingern klar, sie können die abschießen, haben die Russen gelernt. Aber wie gesagt, jetzt die Attack MS ist nur andere Munition für das gleiche Ding. Waren das die, die in Sewastopol im Hauptquartier der Schwarzmeerflotte eingeschlagen haben? Nee, das war angeblich Storm Shadow. Das war Ah, angeblich Maschinenprogramm. Das war. okay. Oder also entweder französisch oder britisch, das ist ja der gleiche. Also nochmal, die haben nicht so viele, wird nicht kriegsentscheidend sein, aber was verändert sich dadurch? Die Russen, was für ein Problem haben die damit, wenn du sagst, die haben das gelernt abzufangen, aber es wird ihnen trotzdem wehtun? Ja gut, das Problem ist, ne, es ist keine Raketen oder keine Luftabwehr ist hundertprozentig. Ne, also schon im Zweiten Weltkrieg hat irgendwer, ich glaube die Briten genauso wie die Deutschen gesagt, du kannst machen, was du willst, irgendein Bomber kommt immer durch. Das gilt auch für Raketen. Ja, also die Russen können viele HIMARS abfangen, aber es kommen natürlich immer noch welche durch. Lass dir Zeit. Ja, das ist toll, ich bin erkältet, ich mach muss keinen gerne auf Stress. die Ja. Bühne. Gelungene Veranstaltung. Egal. Also, von daher, ich weiß nicht, was das soll. Ich habe nicht verstanden, was das sollte. Also militärisch sinnlos, die Russen nochmal geärgert, oder ich weiß, was das sollte. 20 reichweitenbegrenzte HIMARS-Raketen, wenn sich das bestätigt, was soll der Quatsch? Aber gut, frag beiden. Okay, Thomas, weil du sagst, du hast auch nicht mehr viel Zeit, dann lass uns gleich nochmal zu den letzten Artikeln kommen. Den Zelensky-Artikel haben wir jetzt schon mit seiner Frau. Ja, Das haben wir ja. ja letztendlich schon besprochen, dass da jetzt eben hier ein anderer Wind weht beim Präsidentenpaar. Aber es geht hier noch um diesen Artikel. Zieht Russland die Ratifizierung des Also Kernwaffen? bei dem Zelensky muss man dazu sagen, wir müssen mal ganz kurz in ihn reinversetzen. Ne? Genau. Also die westliche Hilfe geht zurück, das hatten wir schon, das Thema. Nicht nur einmal. Das ist inzwischen auch unbestritten. Jetzt kommt Israel und will auch noch abgreifen. So, Zelensky sieht seine Offensive ist hin. Er sieht die wird richtig knapp. Er sieht, die Russen kommen nach vorne. Also für Zelensky wird es auch ganz, ganz persönlich jetzt blöd. Ja, also ich an seiner Stelle würde ich mir Sorgen machen. Und es gab ja schon, war das Politico,
wo sie geschrieben haben, naja, Selenskyj kann man auch stürzen, den kann man wegmachen. Also der, wenn der nicht jetzt ein bisschen, also der hat ein Problem. Und im Grunde, es wird ja auch schon offen gesagt, Selenskyj müsste jetzt mal mit Russland reden. Da müsste jetzt mal irgendwie, ne, so wird ja plötzlich im Westen offener gesagt, man könnte ja mal verhandeln. Aber das ist ja per eigener verordneter Doktrin verboten, ne? Das hat er selbst verboten. Und wie würde er in der Ukraine aussehen? Wenn er Der hat ja jetzt. immer noch die Radikalparolen raus. Ne, was passiert in der Ukraine denn politisch, wenn er jetzt sagt, April, April, ich fahre mal nach Moskau? Also das ist der hat inzwischen auch persönliche Probleme. Es ist ja nicht so, dass er der erste amerikanische Protégé wäre, der plötzlich irgendwo am Baum hängt. Das Metaphorisch sollte ja gesprochen. schon gegeben haben. Und darum fand er es eben interessant. Ne? Er darf nicht nach Israel. Danach ruft seine Frau die Frau des israelischen Staatspräsidenten an. Das ist so, als wenn er die Frau von Steinmeier anrufen würde. Was soll's? Wen interessiert die Frau von Steinmeier? Ja, aber das ist das in meinen Augen, meine Interpretation zeigt in meinen Augen die Verzweiflung der Familie Selenskyj selbst. Das nur am Rande. Gut, weiter. Wir wollen uns das nächste Thema Genau, nehmen. kommen wir zu dem Artikel mit dem Kernwaffenteststopp-Vertrag. Gott, das ist auch ein Wort, hä? Kernwaffenteststopp-Vertrag. Also, Russland zieht vielleicht die Ratifizierung zurück, bedeutet, vielleicht gibt es bald wieder Atombombentests, um das Ganze noch weiter ein bisschen zu verschärfen. Was ist da der Hintergrund? Und denkst du, dass Russland dann wirklich damit jetzt auch Politik macht? Ja gut, wir haben darüber schon mal gesprochen, dass es in Russland durchaus Stimmen gibt, die sagen, man müsste jetzt nach dem Motto der Westen, die Eliten im Westen, das war auch eine Diskussion auf der Konferenz gestern, die Eliten im Westen hätten jetzt so die Angst verloren vor Atomwaffen. Ne, da ist Strack-Zimmermann und so erzählt in den Medien, Putin hat Schiss vor einer Atombombe und so, das ist ja jemand blöd. Im Kalten Krieg, wir alten Säcke wissen das, wäre keiner auf die Idee gekommen, mit sowas auf so einen Spruch zu machen. Ne, dann preschen die halt Angst. Aha, Moment mal. Also, das heißt, die Russen sagen, man muss jetzt überlegen, wie man den Westen wieder klar macht, es gibt die Waffen und wir können sie auch einsetzen. Und ne, ihr, liebe Eliten im Westen, das trifft auch euch. Atomkrieg kann keiner gewinnen. Und weil die Amerikaner den Vertrag nie ratifiziert haben, haben die Russen gesagt, okay, dann ziehen wir die Ratifizierung zurück. Und ganz aktuell, gestern, also am Mittwoch, hat das russische Parlament das auch beschlossen. Russland hat die Ratifizierung zurückgezogen. Heißt jetzt, Russland kann jetzt wieder fleißig Und testen, wie sie Russland möchten? könnte wieder Atomwaffentests machen. Wie die USA auch, die haben es ja nie ratifiziert. Also ist erstmal ein Signal an die USA. Da kommt hinzu, wir haben den Artikel jetzt nicht genommen, weil sonst war da nicht viel Interessantes. Putin war ja in Peking. Gestern, Mittwoch. Und danach hat er vor der Presse interessante Sachen gesagt. Das meiste war so russisch-chinesisch, halt ist jetzt für Deutschland nicht so spannend. Aber er hat einen interessanten Satz gesagt. Und zwar hat er gesagt, russische MiG-31 patrouillieren jetzt ab sofort regelmäßig mit Kinjal-Raketen über dem Überm Schwarzen Schwarzen Meer. Meer. So, Kinjal-Rakete, hat es auch nochmal gesagt, 1000 Kilometer Reichweite und Mach 9. Und er sagt, es ist jetzt keine Drohung, aber wir müssen gucken, was da so los ist. Visuell. So. Was im Mittelmeer los ist, hat er gesagt. Im Mittelmeer sind jetzt im östlichen Mittelmeer zwei amerikanische Flugzeugträger. Zur Unterstützung von Israel. Als Signal, wie auch immer. Und für alle, die es nicht wissen, die Kinjal hat den Spitznamen Flugzeugträgerkiller. Weil die das Ding in zwei Teile schneidet eigentlich. Weil sie die nicht abfangen können. Die fliegt mit Mach 9 rein, das sind über 10.000 Kilometer pro Stunde. Es gibt keinen Luftabwehr, die kriegt. Und die hat einen riesen Sprengkopf und auch noch die ballistische Kraft ihrer Mach 10. Wenn die da reingeht, ist der Flugzeugträger weg und du kannst die nicht abwehren. Das ist eine Waffe, da kannst du nichts machen. Und der Herr Putin sagt, die fliegen jetzt im Schwarzen Meer ständig Patrouille und gucken, was im Mittelmeer so los ist. Aber es ist keine Drohung. Ja, Nur aber so generell. So, warum dann so. diese in meinen Augen Drohgebärde, wenn du da Ja, so ein das war eine Warnung. Drohung, ja. Warnung für verschiedene Dinge. Ja, aber ist klar, weshalb die da rumfliegen. Don't mess with me.
Ja, war auch eine Ansage. Ne? Und wie gesagt, parallel dazu, Kernwaffen-Teststopp-Vertrag, Ratifizierung zurück. Also, die Russen sind ja nicht so. Also der Unterschied zwischen westlicher und russischer Denke ist, dass der Westen immer sehr auf Bilder und Spektakuläres aus ist. Die Russen sind ja immer dezenter. Aber im Augenblick, was die Russen gerade so machen, das ist also wieder, ne, wer immer sagt, die Russen lassen alle roten Linien zu. Ja, ich würde es jetzt nicht übertreiben. Ich würde es nicht übertreiben. Du hast gerade ein Stichwort genannt, Besuch von Putin bei Xi Jinping. Es gibt ein Bild von einer großen Gala, von einem großen Abenddinner, wo die Tore aufgehen und ein großer Tross an Journalisten und Leuten gehen da durch das Tor durch, durch die Tür. Und der erste ist Putin und Xi Jinping, also Xi Jinping an seiner Seite Putin. Bilder machen natürlich, erzählen auch eine gewisse Geschichte. Warum hat man das so inszeniert? Um die Verbundenheit zwischen China und Russland noch mehr zu demonstrieren? Was ist ein ganz klares Zeichen, ne, wenn man da so durch so ein Tor durchschreitet? Ja, ich habe es jetzt nicht gesehen. Das kommt, die chinesische Diplomatie ist, da musst du China-Experte sein, um die zu verstehen. Die ist unglaublich fein. Ja, also muss jetzt, welches Tor ist das? In welchem Licht wurde es angestrahlt? Ja, wir erinnern uns, als die von der Leyen da mit Macron in Peking war, diese dunkelblau und lilane Farbe, die da auf dem Tisch war. Von dem Tischtuch, das ist ja in China die Farbe von Leichentüchern. Die haben sie denen auf den Tisch gelegt. Also, das sind so, die chinesische Diplomatie sagt ganz viel ohne Worte. Und da ich da kein Experte bin und das Video auch nicht gesehen habe, sage ich da gar nichts zu. Aber dass die mit allem Pipapo symbolisieren wollen, wir, Russland und China sind uns einig, davon würde ich mal ausgehen. In China mit von der Leyen, das war nicht das mit dem Katzentisch, das war bei Erdogan. In Das war China bei Erdogan. musste sie den normalen Flieger nach Hause nehmen oder nicht den Diplomatenweg, sondern Ja, nee, musste. sie durfte, sie ist ja, sie war ja nicht eingeladen, hat sich bei Macron als Passagier mit ins Flugzeug gesetzt und er kam vorne als Staatsbesucher auf einen roten Teppich und sie musste hinten durch die kleine Treppe raus. Weil sie war ja nur so irgendwie als, ne, und deshalb, ja. Das war für sie eine relativ kräftige, also gut, ich meine, die Frau ist ja auch eigenes Thema. Würde den Rahmen sprengen, Ein die wenig. ein wenig, ja. Ja, Thomas, wir kommen heute schon zum Ende, weil du musst ja Ja, auch wie gesagt, gleich. wir hatten also, erstmal habe ich Konferenz, aber zweitens, selbst wenn wir gewollt hätten, es gibt einfach keine Themen. Es war so Israel-lastig und das kann man nicht so lange machen. Also heute, ja, ist tatsächlich mal eine rekordkurze Sendung. Ist aber jetzt dem geschuldet, weil du gleich weg musst. Ja, wir haben ja nicht mehr. Welche Themen? Wir sind noch durchgegangen. Welche Themen hättest du denn jetzt noch genommen? Ja, man kann im Detail natürlich über vieles noch mehr sprechen, aber wie gesagt, Heute weniger verquatscht, okay, aber. ich muss auch gestehen, dass mich das innerlich doch auch sehr beschäftigt. Also ich gehe jetzt nicht jeden Tag mit einer Leichenbitter Miene aus dem Haus, sondern ich weiß schon, wie man sich innerlich stabil hält, aber so die innere Aufgeregtheit ist seit dem 7. Oktober doch um einiges gestiegen, weil ich halt diese Endzeitsekten schon seit vielen Jahren verfolge auch. Und auch wenn du sagst, da hältst du nicht viel davon, ich sehe, dass da vieles in diese Richtung geht. Ja, dass man da also das Ziel von dieser ganzen Prophezeiungsmatrix, die da über uns schwebt, ist ja letztendlich der Dritte Weltkrieg, der im Nahen Osten seinen Ursprung haben soll. Und damit der Messias kommt, damit dann endlich die eine Weltregierung kommt, muss da unten erstmal alles brennen. Also sprich, die wollen, dass da unten alles noch eskaliert. Und diese Ja, aber Leute das, sind. aber das, der Weltkrieg ist auch ohne das schon da. Ja, der richtig große, dass es auch richtig knallt, weißt du, wenn Ja, jetzt. dazu müsste ja Russland oder China auf die Seite der Araber gehen mit Atomwaffen, damit es dann einen großen Weltkrieg gibt. Ich spreche nicht von einem Weltkrieg, sondern dass es im Nahen Osten richtig krass abgeht, mit Das kann Hunderttausenden passieren. Toten in Israel und Palästina, das meine ich. Das kann passieren. Und Das das kann dann absolut als passieren. Fanal dafür, dass dann der neue Messias endlich herabsteigt und sein Volk und so weiter. Das ist die, was in diesen Prophezeiungen drinsteht, wonach sich die ausrichten, ja, diese Ja gut, es ganzen. kann sein, dass sie es provozieren wollen, aber sie können es nicht wieder nicht ohne die Amerikaner. Also wenn die Amerikaner sagen, hier ist Schluss, dann ist da Schluss. Und dass die Amerikaner auch bei der Ukraine rote Linien gezogen haben und gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter. Ja, wir schicken keine NATO-Soldaten zum Beispiel.
Ob die Amerikaner Lust haben, eigene Truppen gegen Iran zu schicken, habe ich meine Zweifel. Aber im UN-Sicherheitsrat hat jetzt USA, die Abgeordnete, die Abgesandte der USA, zweimal ein Veto eingelegt, wenn, wo es darum ging, eine Resolution durchzubringen für den Waffenstillstand oder zumindest jetzt Das ist hier. ja nicht neu. Ja. Die USA haben noch nie etwas durchgelassen, wo Israel nicht mehr versteht. Also Das hat doch stehen auch Sie schon. dahinter? Das hat 40, ja, 40 Jahre Tradition. Aber zur Tradition gehört auch, dass sie sagen, Israel, ne, also was ich, Kissinger damals hat dafür gesorgt, dass Israel den Sinai räumt. Nach dem Yom Kippur-Krieg. Vor 50 Jahren, genau. Ja, also von daher, die Israelis können viel zündeln und sie haben sehr viel Einfluss auf die Amerikaner, aber die Amerikaner, da wo es für die Amerikaner heiß wird, da sagen sie auch hier Schluss. Und die Amerikaner machen ja gerne Krieg mit fremden Händen, also ein großer Krieg, da haben die Amerikaner kein Problem, solange andere sterben und ihre Leute. So, und da muss man eben gucken, wo jetzt die Grenzen ist, wie weit das geht, wie weit die Amerikaner die Eskalation wollen, dass sie nicht vergessen, die Amerikaner wissen auch, wenn sie im Nahen Osten verlieren, dann fliegen sie ganz raus. Sie haben jetzt schon sehr viel Einfluss verloren. Was passiert dann, wenn jetzt wirklich ein großer Krieg kommt? Die Amerikaner stellen sich auf die Seite Israels. Was passiert denn in Saudi-Arabien mit den amerikanischen Militärbasen? Was passiert denn dann? Also, das ist komplex. Und von daher, dass da in Israel der Endzeitsektor rumläuft, alles gut. Aber die sind nicht allmächtig. Da müssen andere mitmachen. Ja, Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Player auf dieser Ebene, aber die sind halt sehr, sehr wirkmächtig, ja, wenn ja, du. du hast mich gefragt. Ich sage ja auch, also ich weiß nicht, das kann morgen zu Ende gehen, weil irgendwie die Notbremse zieht. Das kann aber auch ein riesen Flächenbrand werden bis hin zur Türkei. Ich weiß es nicht. Mit den Folgen natürlich, dass dann die muslimische Welt und die westliche Welt sich dann auch in den Gastländern entzweien und Viel da, Spaß. ja. Und hier wieder, ne, Unterschied zu Russland. Ich bin in Tatarstan. Das ist eine islamische Republik in Russland. Juden und Russen haben ja kein Problem vor dem Hintergrund. Die können miteinander. Die können miteinander, die sagen, ja, wir verstehen, ne, dass Israel einen Staat haben soll. Wir verstehen, dass man Zivilisten nicht umbringt. Und die anderen sagen, ja, wir verstehen auch, dass die Palästinenser einen Staat haben sollen. In Russland ist die Sache entspannt. Hier gibt es keine Proteste und so, weil die russische Regierung diese Position fällt. Sie sagt, es ist alles gut und schön, Israel, alles Existenzrecht, Verteidigungsrecht, aber wo ist das palästinensische Recht auch auf eigenen Staat? Warum stehen alle, ne, Staatsräson hinter Israel, aber keiner Staatsräson palästinensischer Staat? Warum nicht? Man könnte es doch lösen. Und weil die russische Regierung diese Politik fährt, hast du hier in Russland völlige Ruhe auf den Straßen. Der Unterschied, was ist der Unterschied? In Russland ist nicht Teil und Herrsche. In Russland ist, wir sind alle ein Volk. Lasst uns unsere Probleme angucken und lösen. Und nicht spalten. Du Moslem, du Israel. Oh, hau durch. Die In Russland ist immer zusammen. Russländer halt, ne? Genau. Ausländer. So, das ist wieder so ein klassisches Beispiel. Wo bei euch die Bude rüttelt, ist in Russland absolute Stille. Alle sind sich einig, was die Hamas gemacht hat, war Mist. Und was Israel jetzt macht, ist auch Mist. So. Israel soll damit aufhören, die Palästinenser sollen einen Staat kriegen und dann kann man sehen, dass man die irgendwie zusammenkriegt. Ich bin ja gespannt, was alles passieren wird bis in den nächsten 2 Wochen. Wenn die Eskalationsspirale so weitergeht, dann haben wir in den nächsten 2 Wochen auch nur noch dieses Thema. Dann So, wollen wir noch einen lustigen machen zum Schluss? was denn? Aber wollten wir nicht. Was denn? Scholz und das Flugzeug mit der Bombe, mit der Rakete. Ach, du meinst, wo sie da auf die Runway gelegen sind, oder? Wo sie alle da sich hingelegt haben. Ja, was hältst du davon? War das eine Inszenierung oder was heißt Inszenierung? Da Was kommt halt denkst dann. du? Also pass auf, wenn du jetzt aus, du hast bist Pilot, kriegst eine Anweisung vorne im Cockpit, so nach dem Motto, hey, wir haben eine Raketenwarnung, evakuier sofort dieses Flugzeug. Kanzler Kein raus, Thema. über die Aus. Treppe, in Auto rein, in den Weg. Schutzbunker im Flughafengebäude weg. Und jetzt hast du noch einen Tross von 100 Journalisten da drin und du sagst zu denen, verlassen Sie sofort das Flugzeug. Das ist jetzt quasi hier, könnte sein, dass das angegriffen wird und die gehen alle raus. Und dann sind das alles Zivilisten, die keine Ahnung haben, was sie jetzt machen. Keiner kümmert sich auch direkt um die. Und die schmeißen sich halt dann in einem Anfall von, ach, ist das lustig, auf die Landebahn. Ich glaube nicht, dass die das alles inszeniert haben, um die Bilder zu haben, sondern es gab da wirklich einen konkreten Verdacht und die wussten nicht, was sie tun und legen sich dummerweise genau neben das Ziel, was eigentlich dann
Das eigentliche Ziel legen sie sich hin. Also ich wäre schon ein bisschen weiter Mann, glaubst du, weglaufen, Mann, ne? glaubst du an viel Dumm? Jetzt, wenn ich dabei israelische Sicherheitskräfte habe, die den Kanzler wegfahren, den Journalisten sagen, raus aus dem Flugzeug, aus dem startbereiten Flugzeug. Legt euch bitte auf den Boden, das ist sicherer als im Flugzeug. Würdest du die unter den Flügel legen? Ja, die waren ja Der nicht Flügel unterm ist der Tank Flügel. des Die Flugzeuges. waren ja nicht unterm Flügel, die lagen ein paar Meter weiter weg. Also, aber Ja, das war das genauso hilft, dumm. das hilft, Total das dumm, hilft. total bescheuert. Ganz ehrlich, total Pass auf, pass auf, bescheuert. pass auf, guck mal hier. Kennst du das Bild? Ja. Was macht die da hinten? Da stehen Leute mit einer Warnweste und gucken, dass das andere Flugzeug mehr oder weniger beladen oder entladen wird oder was. Es ist kein Achso, beim Boarding-Vorgang. Raketenalarm. Ja. Die liegen hier nicht auf dem Boden. Das heißt, die Rakete ist nur hier vorne. Übrigens, das ist der Flügel, ne? Da. Ja, okay, 20 Meter, die sind noch in auf Höhe der Spannweite. Ja, Der, hier, da, ja, wie ist? war bescheuert, aber ich weiß nicht, Also, ob es du kannst wirklich. mir nicht erzählen, ich war jetzt oft genug im Donbass. Die erste Sicherheitsanweisung, die du bei den Fahrten kriegst, wenn du da hinkommst, von Soldaten, jedes Mal das Gleiche. Und ich sage mal, ich weiß schon, die erzählen es mir trotzdem. Bei Beschuss, weg vom Auto, weg vom Bus. Bei Beschuss, die sorgen für Splitter. Weg vom Ziel. Nicht Ziel. Es ist auch zufälliger, das ist ja Artilleriebeschuss, kann ja sonst was sein. Wenn ein Auto getroffen wird, das geht in Stücke, das macht zusätzliche Metallsplitter. Weg von Autos, von Bussen, von Flugzeugen mit vollen Tanks. Ja? Weg da. Und was Also machen die? Raus aus dem Flugzeug, bitte da auf den Boden legen. dann mal, es war inszeniert, nehmen wir mal das Szenario, mit welchem Grund einfach die Bilder zu zeigen, um dann eben zu Ja, aber sagen, wie. ich behaupte nicht, dass die Journalisten das wussten. Ja. Aber ich behaupte, dass die Israelis es inszeniert haben. Weil sonst hätten sich auf dem Flugplatz alle hingelegt und nicht da hinten laden sie ein Flugzeug und hier vorne liegen wir. Wir legen auch die Leute nicht unter Flügel, sondern sagen, bitte mal, ne, was ich zum Heck und 100 Metern dann dahin schmeißen. So, das ist alles, also das ist mir, nee, Also so also. ähnlich wie Biden und Zelensky in Kiew unterwegs sind, spazieren gehen für die Fotografen und es kommt im Hintergrund die Fliegersirene, dass das Ja, schon das ist ja, dramatisch wird. Ja. genau, und wie Steinmeier in Kiew ist, die Fliegersirene kommt, und der geht in einen Bunker, wo zufällig gut Englisch sprechende Ukrainer sitzen, die ihm erzählen, wie schön das alles ist, und zufällig ist der ganze Pressetrost dabei. Klar. Also, so wie das aussieht, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder es war Inszenierung der Israelis für schicke Bilder, Oder alle stumpf doof. oder aber die israelischen Sicherheitskräfte wollten die deutschen Journalisten extra in Gefahr bringen, indem sie gesagt haben, legt euch bitte neben den Flügel. Such dir eins aus. Und wir haben schöne Bilder für die Abendnachrichten. Wird dann verwurstet bei Maischberger, Will und wie sie alle heißen. Ja, aber es ist, wenn es echt gewesen wäre, und die israelischen Sicherheitskräfte, die haben auch Ahnung. Die sagen nicht, leg euch nur den Flügel. Die sagen, beweg deinen Arsch 100 Meter vom Flugzeug weg. Alles eine vollkommen verwirrte Welt, eine verwirrende Zeit. Thomas, ich sage danke, dass du jetzt Zeit hattest. Du musst jetzt gleich wieder runter. Du sagst auf die Bühne, du bist da bei einer Veranstaltung Redner oder was machst du da? Ja, Konferenz, da bin ich auch mal vorne und halte meinen Vortrag. Okay, dann gutes Gelingen dir. Komm gut nach Hause. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen, wenn es heißt Tacheles mit Röper und Stein und alles Gute für dich. Nach draußen das Gleiche für euch. Bleibt senkrecht, bleibt sauber und nicht zu sehr in diese Themen abrutschen. Ist schlimm genug alles. Schafft euch eure eigenen Freiräume. Umarmt eure Lieben und macht euch eine schöne Macht gut. Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao. ciao. Servus.